Hi, herzlich willkommen beim Live-Cooking von Frische Post und heute mit Tim Melzer. Tata. 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 Ich bin Jule. Ja, ich bin Tim. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich bin Mitgründerin von dem Online-Hofladen Frische Post und uns gibt es seit 5 Jahren. Jetzt höre ich mir selber zu. Mal kurz pausieren. Uns gibt es seit 5 Jahren in Hamburg. Wir liefern regionale Lebensmittel direkt von den Bauern aus der Region zu euch nach Hause, aber auch in die Firmen, in die Kitas, in die Restaurants. Und so habe ich auch das Vergnügen gehabt, vor ein paar Wochen Tim kennenzulernen. Und zwar wurde dein Restaurant oder deine Restaurants geschlossen aufgrund der Corona-Krise. Wie so viele, ja. Ihr seid auf die grandiose Idee gekommen, im Rahmen von Kochen für Helden in euren Restaurants zu kochen. Unter anderem, ja. Und ihr brauchtet ganz viele Gläser, wo ihr die Gerichte abfüllen konntet, um dann wiederum die Gerichte in die Krankenhäuser zu bringen, um Pflegepersonal, aber auch ganz vielen anderen Menschen in Funktionsberufen zu helfen, damit sie irgendwie an gutes Essen kommen. Und wir konnten aushelfen mit frische Postgläsern, die wir sonst nämlich in Kühlschränke in Firmen packen. So, und da habe ich dich getroffen, ja. Habe ich gesagt, Tim, wir veranstalten so ein Live-Cooking, ja. Weil wir glauben, die Leute zu Hause, die wollen auch noch was erleben. Die wollen mit unseren Zutaten richtig schöne Sachen kochen. Und das wäre doch richtig cool, wenn du das mit mir machen würdest. Ja. Und da hast du ja gesagt. Ja. Jetzt stehen wir hier. Ja. Ich habe dir vor 2 Tagen eine Box geliefert. Ja. Da waren diese ganzen Lebensmittel drin. Und du hast erstmal gesagt, wow, was soll ich denn damit machen? Hab ich. Du hast, glaube ich, 3 Gerichte daraus gezaubert. Ja. Ich sag mal ganz kurz, was ich mitgebracht habe. Und dann sagst du, was es heute Abend gibt. Ja. Aber es gibt schon mal 3 Gerichte. Minimum. Genau, und alle von zu Hause können mitkochen. Ich bin auf jeden Fall die Moderationsqueen. Ich bin hier, verfolge quasi unseren Livestream auch auf diesem iPad. Ihr könnt ganz viele Fragen stellen im Live-Chat. Und dann bin ich diejenige, die es immer an Tim übermittelt und genau. Sagt, du, die Leute haben hier noch eine Frage. Genau. Tim übernimmt hier gleich. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich jetzt schon gleich direkt übernehmen, weil okay. Dann komme auch ich rein und kann schon mal ein wenig Beziehung zu den Produkten aufbauen und auch noch ein wenig... Ich gehe dann mit Sicherheitsabstand auf die andere Seite. Deshalb stehe ich hier. Und dann sage ich aber noch mal ganz kurz, woher die Produkte kommen. Weil es sind ja ganz besondere Produkte, die ich da mitgebracht habe. Das kannst du gleich sagen. Das okay. Kannst du ja gleich. Na gut. Das ist viel schöner, wenn du das machst, wenn ich die Dinge in der Hand habe, als... So machen wir das. Abstand. Ja, ja. Abstand. So. Für die Nörgelbacken da draußen hat schon einen Grund, dass ich keinen Mundschutz trage und auch keine Handschuhe. Denn ich koche zu Hause ohne Mundschutz und Handschuhe. Da befinde ich mich normalerweise im Kreise meiner Liebsten. Und da halte ich jetzt den Sicherheitsaspekt dafür nicht zwingend notwendig. Würde ich jetzt allerdings für euch da draußen kochen, hätte ich Mundschutz an, hätte ich Handschuhe an und würde mich auch noch an top dazu in Klarsichtfolie wickeln, um auch jegliche Form von Ansteckung zu verhindern. Wir haben in der Tat, wir haben uns kennengelernt vor knapp 4 Wochen und zwar im Rahmen einer Aktion, die wir starten, die nennt sich Kochen für Helden. Eine schöne Idee eines Freundes von mir aus Berlin, Max Strohe, hat seine Kühlhäuser leer gekocht und den Menschen zukommen lassen, die in den sogenannten Funktionsgruppen sich bewegen, um ein Dankeschön zu sagen, dass sie immer noch aktiv gefordert sind, unsere Nation, unsere Gesellschaft aufrechtzuerhalten und dann dementsprechend auch eine gewisse Wertschätzung entgegenzubringen. Da habe ich Jule kennengelernt. Ich bin ja normalerweise so Nachhaltigkeitsverweigerer, zumindest wenn das so plakativ irgendjemand sich als Green Label an die Tür klebt und sagt, ja, wir sind regional, ja, wir sind nachhaltig. Das finde ich alles sehr lobenswert, aber ich mag damit kein Marketing betreiben und durfte dich kennenlernen und war sehr angetan, ob dieser Idee eines Online-Hofladens, wir kennen alle die grüne Kiste, die macht es einem manchmal schwer, wenn dann halt 7 Kilo rote Beete und 2 Kilo Spitzkohl drin sind, 3 Kartoffeln und eigentlich sonst nichts. Zwar regionales Gemüse, auch nachhaltig angebautes Gemüse, aber die Kreativität fehlt so ein bisschen. Und man möchte ja doch entscheiden, was man eigentlich isst an dem Tag. Und deshalb ist eure Idee, eben ein Online-Shop für den Hofladen sozusagen zu bilden, eigentlich eine sehr smarte Idee. Und dann habt ihr uns auch noch ausgeholfen mit vielen Gläsern und deshalb habe ich mich sehr gerne bereit erklärt, diesen heutigen Abend mit euch zu verbringen. Soweit ich das verstanden habe, konntet ihr bestellen oder yes. Wir haben auch die Liste preisgegeben. Wir haben hier diverse Zutaten. Wer nicht jede einzelne heute zubereiten möchte, die Ideen sind so einfach und so pragmatisch angesetzt. Da wird man auch allein aus der Beobachtung morgen noch gute Gerichte rauskochen können. Wir haben im Wesentlichen Spargel natürlich, den habe ich hier eingewickelt, damit er nicht austrocknet. Mhm. Wir haben Kartoffeln immer gern genommen. Wir haben rote Beete, Pilze, Rauke, Schnittlauch, Petersilie. Wir haben sehr schöne Molkereiprodukte, fantastischen Joghurt, sehr gute Butter. Wir haben überraschenderweise Birnen. Ja. Da war ich ein bisschen überrascht. Warum? Wo kommen die her? Aus dem alten Land. Jetzt? Die sind noch eingelagert. Ah, siehst du? Wir haben ja jetzt gerade noch die Zeit, wo die Bauern aus ihren, sag ich mal, Lager
Räumen, aus den Kühlhäusern noch Äpfel und Birnen uns liefern können. Ja, finde ich auch gut. Ja. Und jetzt habe ich das so verstanden, dass es jetzt Leute gibt, die versuchen, parallel mitzukochen. Ist das richtig? Ja. Gibt es da welche? Lass mal ganz kurz, weil ich muss mich extrem bremsen, weil ich ja ein wirrer Kochkopf bin und sehr viele Dinge parallel normalerweise mache. Ich reiße mich zusammen, bin ich in einigen Sachen zu schnell, bitte gebt einen kurzen Hinweis, dann pausiere ich und warte, bis man und ich bekomme ja die Nachricht, wenn die Leute hier Stopp rufen. Darf ich noch mal was zum Brot sagen? Na, du darfst zu allen Produkten jetzt was sagen. Brot, natürlich. Du hast erst gestöhnt, als ich meinte, ich bringe Vollkornbrot mit. Aber es ist mein Lieblingsbrot seit 5 Jahren. Das ist der Keimling von der Bäckerei Bade. Und also, Du hast gesagt, du bringst Keimling mit. Ich bringe einen Keimling mit. Und da habe ich gehört, Alter. Du bist mehr so ein Bauernbrot-Fan oder so ein Roggenbrot oder was magst du? Nee, ich bin ein riesen Sauerteig-Fan. Aber ich mag auch das Brot, nur wenn der Körneraspekt zu sehr nach vorne geholt wird, um eine besondere Wertigkeit darzustellen, dann fängt es an, mich zu nerven. Ich bin ein Genussmensch. Ich aber auch. Und wenn das ein richtig schönes, saftiges Vollkornbrot ist, und das ist es in der Tat, dann bin ich drin. Bei dem Wort Keimling sage ich, ich nehme doch ein Franzbrötchen. Weißt du, was ich meine? Also ich mein, ich glaube, alle werden merken, dass das, also, dass es gut läuft. Du, wir müssen, glaube ich, loslegen mit den Kartoffeln. Kann das sein? Richtig. Weil nicht, dass wir nachher im Zeitverzug geraten. Richtig. Wir haben die, ich hatte eigentlich vorgeschlagen, dass wir die Sachen schon vorgegart haben. Da hast du gesagt, das ist so kompliziert in der Kommunikation. Ja, das ist kompliziert. Deshalb passen wir jetzt unser Kochmodus ein wenig an. Mhm. Wir haben Kartoffeln, Pellkartoffeln. Von welchem Hof bitte? Vom Arzthof. Siehste. Guck mal an. Gewürzt mit sehr viel Salz und mit viel Kümmel. Weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt im Geschmack. Ich bilde es mir ein und ich mag es dadurch auch ein wenig lieber. Die müssen wir jetzt kochen. Die werden wir heute, glaube ich, zweimal verwenden. Einmal in der Zubereitung mit dem Spargel in Form eines fantastischen Kartoffelsalates. Habe ich neulich schmerzlich lernen müssen, dass die Kartoffeln nicht unbedingt vom Vortag sein müssen. Und eine ganz spannende Variante. Wir hatten ursprünglich noch ein Rinderfilet und eine Flasche Rotwein mit im Paket als Zusatzerwerb. Da war das aber relativ schwierig zusammenzuführen, weil nur einige hätten vielleicht das Rinderfilet gekauft. Die Kartoffeln, das, was wir jetzt hier haben, hat sozusagen jeder gehabt, der diese Box bestellt hat. Und aus der Kartoffel, ich bin vegetarisch heute. Fällt mir gerade auf. Ich bin vegetarisch. Hast du damit eigentlich ein Problem, Tim? Nee, eben nicht, eben gar nicht, ganz und gar nicht. Und ich finde auch, dass meine irgendwie nicht vegetarisch ist, weil man trotzdem fett wird dadurch. Das sieht man, man hat schon in den Rezeptangaben, in den Vorinformationen gesagt, ein Paket Butter für 2 Personen, die werden wir auch heute aufbrauchen. Für ein kleines Dreigangmenü, weil es soll ja immer noch saftig und es soll immer noch schmackig sein und es soll immer noch opulent sein. Wir fangen an mit der roten Beete. Da werden wir auch gleich schon einen großen Teil unserer Butter für brauchen. Und zwar werden wir haben eine Nussmischung. Diese Nussmischung ist mit Cranberries auch versehen. Die Cranberries sortieren wir erstmal aus. Finde ich auch ganz fürchterlich. Rosinen, Cranberries, getrocknetes Obst in Nussmischung. Ich finde immer, wer welche haben will, der kann sich auch wirklich selber welche dazu kaufen und dann selber mischen. Denn ich bin dann eigentlich nicht so ein großer Freund. Wir werden die Cranberries aber gleich in der Vinaigrette mitverarbeiten für die rote Beete. Cranberries ist nichts anderes als Preiselbeeren. Wer jetzt einfach nur Nüsse hat und keinerlei Cranberries in seiner Nussmischung, kann entweder darauf verzichten, eine kleine Prise Zucker nachher noch zu der Vinaigrette hinzufügen oder aber eben Rosinen. Jedes getrocknete Obst eignet sich hier sehr, sehr gut für. Jetzt brauchen wir eine Pfanne. Und ich habe schon gesagt, meine vegetarische Küche ist keine gesunde Küche. Ja, ein bisschen hier runterstellen, damit das Pfeifen nicht so hört. Geben ein bisschen Zucker in die Pfanne und lassen den jetzt erstmal karamellisieren. Wer sich nicht ganz sicher ist, wie karamellisiert man? Ein bisschen Zucker in die Pfanne, ein bisschen Wasser dazugeben, dass sich der Zucker gleichmäßig auflösen kann. Jetzt richtig schön weiterköcheln, das sieht man schon in der Pfanne. Und irgendwann, wie durch Magie, wird dieser Zucker seine Farbe verändern, goldbraun werden. Dann geben wir die Nüsse hinein, karamellisieren die Nüsse, wie auf dem Dom, der derzeit gerade auch nicht stattfindet. Würzen das Ganze mit einer Prise Salz, weil es eine würzige Beigabe, gießen das dann auf ein Stück Butterbrotpapier aus und lassen es auskühlen. Also Zucker im Topf oder in eine Pfanne, mit ein bisschen Wasser aufkochen, karamellisieren. Warten, bis das Wasser weg ist. Das dauert alles gar nicht so lange. Jetzt habt ihr die Zeit, ebenfalls
eure Töpfe heiß werden zu lassen. Wenn ich zu schnell bin, müsst ihr sagen. Normalerweise reicht aber wirklich aufmerksam zuzugucken und dann das, was ich gesagt oder das, was ich gezeigt habe, einfach später nachzuholen. Zucker karamellisieren, Nüsse schon in der Hand. Und jetzt sieht man, der Blasenschlag wird langsam. Du kannst ruhig reden, ne? Ja, ich dachte, die sind jetzt alle so in Action. Also tatsächlich sind die traurig. Und da ist jetzt so, da machen sich manche ins Höschen irgendwie, dass es jetzt anfängt zu qualmen und ein Teil des Zuckers zu dunkel wird und dann ein bisschen bitter wird. Das ist auch richtig, aber bis er ungenießbar bitter wird, vergeht schon noch ein bisschen Zeit. Man braucht da wirklich keine Angst haben. Jetzt die Nüsse einfach damit reingeben. Ich habe dir extra ein eigenes Löffelbecken hingestellt, falls du nachher probieren möchtest. Vielen Dank, dass ich das darf. Nachher, jetzt nicht. Okay. Tim, die sind alle traurig, dass du das Brot nicht selber backen musst. Ich bin so froh, dass ich das Brot nicht selber backen muss. Obwohl auch Corona hat bei mir schon zugeschlagen und denn beim letzten Supermarktbesuch war ich in der Tat auf der Suche nach Hefe. Ich hatte durch einen Podcast, den ich gehört habe, und zwar von Jan und Olli. Und da war, oh Gott, wer war da zu Gast? Ach, die Bauerfein. Und die haben so orgiastisch und so lecker und so fantastisch und so ekstatisch über Sauerteig gesprochen, über den Hermann, über den ersten Ansatz, dass ich mich in der Tat motiviert gefühlt habe, meinen eigenen Sauerteig anzusetzen. Oh, und hat geklappt? Ich hatte nach einem Tag keine Lust mehr. Hast du den Hermann dann weggeschmissen oder was? Ich habe ihn noch nicht mal angesetzt. Oh nein! War schon nach dem Einkaufen genervt. Hier, den Zucker jetzt nicht anfassen, der ist scheiße heiß. Nicht anfassen, nicht probieren, nicht mal, ist das denn schon lecker? Der ist wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm heiß. Riecht aber gut, Tim. Den lassen wir jetzt aber nur karamellisieren, packen schon ein bisschen Salz drauf, hacken das nachher einfach nur durch mit dem Zucker, mit dem Ganzen, dann schön Crunch für die rote Beete. Die rote Beete. Ja, machen wir die rote Beete jetzt. Cranberries packen wir noch beiseite. Wo ist meine rote Beete? Da. Da ist sie. Da warst du ja erst ein bisschen skeptisch, ne? Ich war so ein bisschen skeptisch, weil ich mache mir die Hände nicht so gerne schmutzig. Ich bin auch ein bisschen genervt von manchen Produkten, wenn die zu oft missbraucht werden, so als Nachhaltigkeitsopfer. Und ich finde, dass die rote Beete, sobald du irgendwie was Ökologisches, Nachhaltiges, Regionales, ist überall die rote Beete in irgendeiner Form. Ich bin mal in Berlin in einem Restaurant essen gewesen. Wo ist mein Hobel da? In Berlin in einem Restaurant essen gewesen. Da wurde Schokolade aus roter Beete gemacht. Ah, das ist ein bisschen speziell, oder? Nee, das ist richtig scheiße. Das ist ein bisschen speziell. Das ist richtig scheiße. Und manchmal denke ich so, Kreativität ist schön, aber habt auch mal wieder Respekt vor dem Produkt und lasst es doch mal so schmecken, wie es ist. Und bei der roten Beete kriegst du ja oft weich gekocht, auf Salz gegart, in Heu gegart, gegart. Und ich finde eigentlich... Du bist eher so ein Roh-Fan, oder? Eigentlich ja. Und ich finde eigentlich, dass die rote Beete wahnsinnig viel von ihrem tollen Aromenspektrum verliert, weil sie ist fruchtig wie ein Apfel, sie hat eine Würze wie Sellerie, sie hat eine Erdigkeit wie Topinambur oder eine Kartoffel. Und sie hat eigentlich alles. Und eigentlich willst du alle Facetten nur so ein bisschen ankicken und du möchtest es ein bisschen schmackiger machen. Also ein bisschen, weil die ist ja schon hier. Das Ding ist ja ein hartes Obst oder Gemüse. Und dafür nehmen wir uns jetzt entweder ein Messer oder eben, wer hat so einen Gemüsehobel? Und hobelt, das habe ich auch zu Hause. Super scharf. Ganz feine Scheiben oder einfach auch im Streifen oder auf jeden Fall dünn. Aufschnittmaschine geht genauso gut. So. Bisschen aufpassen beim Handballen. Durch die Farbe der roten Beete merkt man oftmals nicht, wie tief man geschnitten hat. Die ist natürlich vorher gespült. So. Na klar. Beziehungsweise das ist sogar eine Demeter. Rote Beete. Das ist übrigens, ich bin wirklich ein Riesenfan von Regionalität. Ich bin ein Riesenfan auch wirklich von diversen Gemüseanbau. Ich bin aber auch ein Riesenfan von unseren konventionellen Landwirten. Mhm. Also ich finde nicht, dass per se nur weil irgendwas Bio, nur weil irgendwas nachhaltig angebaut ist, dass es automatisch auch mit einer ganz tollen Qualität versehen ist, sondern wir haben auch wahnsinnig viele tolle konventionelle Landwirte, die auf sehr respektablem Niveau versuchen, ihrer Aufgabe gerecht zu werden, nämlich in Verbindung mit Mutter Natur, uns Produkte herzustellen, die dann bei uns schmackhaft auf dem Teller landen. Darüber haben wir ja gerade vor 2 Tagen gesprochen. Haben wir? Ja, das habe ich dir erzählt, dass ich das genauso sehe. Stimmt. Siehst du? Wirklich. Und du hast nämlich genauso ein Produkt in der Hand. Das ist vom Milchhof Dallmann hier aus der Nordheide. Ja. Und das ist ein Familienbetrieb in x-ter Generation. Und die halten halt irgendwie ihre 120 Kühe auf dem Hof
Du kannst da hinfahren, siehst genau, was die da ihren Kühen zu fressen geben, wie sie ihre Kühe halten. Die sind nicht biozertifiziert, aber die machen einen Hammerjob. Und warum sollte man nicht deren Produkte unterstützen und kaufen? Das ist super nachhaltig, regional. Wichtigste ist halt Transparenz in unseren Augen. Bin ich total bei dir. Ich habe das jetzt mal nicht ganz runtergeschnitten, damit ich mich in der Hektik dessen jetzt hier nicht in die Hand schneide. Nee, das wollen wir ja nicht. Also, wir haben Gemüseraspel in Form von rote Beetescheiben. Jetzt haben wir ein wenig Butter. Ein bisschen, so ein ganz bisschen. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass es eine Frage gab, muss die rote Beete vorgegart sein? Denn die meisten von uns kennen wirklich gegarte rote Beete nur in Form von mindestens einer Stunde gekochter oder mindestens einer Stunde gebackener rote Beete. Und diese Variante jetzt hier ist genau die perfekte Kombination. Wir machen sozusagen eine, wie kann ich das fachlich korrekt ausdrücken? Na. Konfierte rote Beete. Ah ja, was wolltest du sonst sagen? Wollen wir lieber nicht hören. Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Konfiert. War nicht schmutziges hinter. Konfiert heißt einfach, also Entenkonfi kennt man, Schweineschmalz oder solche Sachen, wo Sachen halt im eigenen Fett gegart werden, um haltbar gemacht zu werden. Die rote Beete hat jetzt nicht so viel natürliches Fett mit sich, deshalb fügen wir hier einen ordentlichen Batzen Butter dazu, bringen den schön zum Schmelzen. Mhm. So, geben die rote Beete drauf. Hui. So, und machen jetzt erstmal nichts. Die Frucht, der Obstkörper, der Gemüsekörper, der gibt mir jetzt wirklich vor, was es auch an Gewürzen braucht. Ich habe in der Grundliste haben wir gesagt, wäre schön, wenn die Leute das und das zu Hause haben. Mhm. Nichts davon ist zwingend notwendig, bis auf Salz. Ja, Salz, darauf kann man wirklich nicht verzichten, ne? Wenn du halt den Geschmack nach vorne pushen willst, wenn du den Geschmack ganz pur, ganz naturell schön findest, dann ist das natürlich mehr als ausreichend. Aber Salz ist einfach der natürlichste Geschmacksverstärker. Und ganz oft, dass wenn man zu Hause steht und am Köcheln ist und so überlegt, das fehlt ja noch ein bisschen was, da ist ein bisschen, dann greifen sie an ihren Gemüse, an den Gewürzschrank und greifen nach diversen Zutaten. Du brauchst meistens gar nichts. Ich habe hier immer alles, das ist Zucker. Das ist Pfeffer, das ist die Säure und mein Salz ist hier. Das ist eigentlich das, was ich zu alles, was du brauchst. 80-90% zu Hause verwende. Mal ein Kümmel, mal ein frisches Kraut, ganz selten Gewürz. Mhm. Sehr gerne nochmal sowas wie ein Gewürz wie ein Cayenne-Pfeffer, aber auch nur um so eine leichte Schärfe anzudeuten, die die Zunge gar nicht mitbekommt. Sondern eher so, dass sie bereiter ist, Aromen aufzunehmen. Und jetzt lassen wir die rote Beete hier in der Butter 3-4 Minuten vor sich hin schmuggeln. Das ist eine Mischung aus Rohkost, leicht angegarten, al dente Gemüse. Und das Schöne dabei ist, du hast das Buttrige, das ummantelt und umschmeichelt so ein bisschen dieses manchmal doch in das Bitter neigende, Erdige der roten Beete. Und du hast immer noch diese schöne Fruchtkomponente der rote Beete, die beim Langzeitgaren eigentlich weggeht. Jeder, der schon mal eine gekaufte rote Beete aus dem Supermarkt mitgenommen hat, also die fertig gegarte, es sieht aus wie rote Beete, heißt rote Beete, man bezahlt rote Beete, aber schmeckt eigentlich wie ein nasser Socken. Also da ist in meinen Augen gar nichts drin. Sehe ich genauso. Guck, und hier brutzeln wir das ganz schön sämig und dadurch verliert die rote Beete gleich ein bisschen diese sperrige Rohkostvariante und ist sehr viel angenehmer zu essen. Zwischendurch, wir haben die Nüsse, wir haben die rote Beete. Ich warte ein bisschen, weil die Kartoffeln brauchen noch 10 Minuten. Na klar. Machen wir uns eine Vinaigrette. Mhm. Und das ist jetzt alles, du nanntest das Gericht minutengeschmorte rote Beete vom Arpshof mit karamellisierten Nüssen von Nusswerk und einer Rauke-Vinaigrette. Oh, Gott sei Dank habe ich das so genannt. Genau das wollte ich nämlich gerade machen. Ich habe mitgetippt. Du warst am Telefon Gott und hast mir das so Dank runtergerattert. Gott sei Dank habe ich das so ich genannt. Ich habe den Namen notiert. Denn die Aufgabe war ja hier, alle Produkte zu verwenden. Ja. Und es war auch ein Bund Rucola dabei. Und wenn ich ehrlich bin, esse ich Rucola, wenn ich ihn wirklich esse. Mhm. Also richtig Rucola esse. Dann esse ich ihn nur mit einer leichten Essigöl-Vinaigrette fertig. Essig, Öl, Senf, bisschen Salz. Der ist so würzig, da brauchst du ja nicht mehr, ne? Es ist ein Würzkraut. Ja. Also Rauke ist eigentlich ein Würzkraut für mich und es ist kein Salat im klassischen Sinne. Und ich habe natürlich auch bei der Entwicklung der Gerichte ein bisschen Deko-Rucola benutzt, aber am Ende des Tages lag das alte Bund denn da immer noch im Ganzen vor sich oder neigte dazu, vor sich hin zu vergammeln. Dadurch haben wir heute auch 4 Gerichte, aber ich werde jetzt schon Teile dessen benutzen. Und zwar
ist das, und das ist jetzt gar nicht so spektakulär, aber ganz viele Leute, auch in unserer Branche, reden ja gerne von Nose to Tail. Mhm. In meinen Augen hat auch Salat einen Schwanz und das sind die Stängel. Das ist ähnlich wie bei der Petersilie. In der feinen Gastronomie werden oft die Stängel gar nicht mehr benutzt, weil sie etwas harziger sind, etwas knackiger. Aber hier steckt ja auch wahnsinnig viel Geschmack drin und deshalb nehme ich jetzt hier für die Vinaigrette als Schnittlauchersatz. Ja, du hast sogar Schnittlauch, aber... Ich weiß. Auch gut. Aber nur ein bisschen und gar nicht so wenig von diesen kleinen, fein geschnittenen Stängeln des Rucolas. Das wiederum eine schöne, bittere, grüne, sehr tiefe Note zu der roten Beete mit sich bringt, die hier wirklich... Schön vor sich hin blubbert. Guck mal. Was für eine Farbe. Mmh. Oh. Oh. Nee, wirklich schön. Ja. Ich finde es auch richtig gut, dass du die Schale dran gelassen hast. Naja, das hat eher bei mir immer Gründe, ich bin ein fauler Hund. Ach so. Und das spielen wir gleich noch beim Spargel, ne? So, den können wir nachher für einen Salat essen. Okay. Ein bisschen die zwiebelige Note in der Tat. Nämlich trotzdem noch Schnittlauch. Ich habe übrigens meinen Löffel schon ready. Bis ist ja noch nicht so weit. Dann kannst du doch, dann probier doch mal den roten Beet. Ich finde schon. Darf ich doch schon mal, oder? Dann probier und sag mir, ob was da fehlt. Du musst nicht sagen, wenn es nicht ist, ne? Doch, also, aber es ist gut salzig, also kein Salz. Ich bin so ein Salzfreund, aber es ist perfekt. Also für mich ist es perfekt. Habe ich da schon Salz reingemacht? Das ist in der Tat, ist das die Butter? An der Butter ist auch ein bisschen Salz. Habe ich da Salz reingemacht? So, ich habe ja gesagt, abschmecken ist wirklich immer Salz. Boah, sieht das geil aus. Ja, aber es ist super, super schöne Farbe auch. Guck mal, kleine Prise Zucker. Wer es nicht will, lässt ihn weg. Aber ich mag das ganz gerne, wenn der Geschmack einem auch ein bisschen in die Fresse springt. Und wenn das heißt, ich finde das interessant. Das schmeckt schon fast ein bisschen Richtung Spargel. Weißt du, was ich meine? Ja, sehr gut. Weißt du, was es ist? Ja, was ist es? Es ist die Butter. Ja. Du isst ja Spargel immer mit Spargel Butter. Ich esse Spargel mit Butter. Und was wir jetzt noch haben, hatte ich auch gesagt, wäre schön, wenn man es hat, ein Essig. Die Farbe ist mehr oder minder egal. Ich arbeite nicht so gerne mit schwarzem Balsamico-Essig, weil der schlussendlich... Aber wer jetzt nur schwarzen zu Hause hat, der kommt schon klar, ne? Geschmack. Ich bin sogar eigentlich ein relativ großer Freund von sehr preiswerten Essig, der mit einer sehr harten Säure versehen ist. Mhm. Die modernen Essig, die handwerklich ausgebauten, sind mir oft zu mild und lassen so ein bisschen die Säure liegen. So, jetzt haben wir das. Das ist die rote Beete. Die ist fertig. Perfekt. Perfekt. Zurück zur Vinaigrette. Welchen Teller? Ich mach das in hier. Leute laufen aufgeregt hinter der Kamera rum. Was ist los? Habe ich mich vergriffen? Ich soll nicht so viel auf den Laptop gucken. Warum nicht? Ich gucke ja immer, ob die Leute Fragen stellen. Ja, das ist auch gut. Die stellen unter anderem auch Fragen, wie sie unterstützen können bei Kochen für Helden. Aber das beantwortest du gleich nochmal. Das machen wir gleich. Super. Pass mal auf. Ich wollte eben gerade was sagen. Ein bisschen soll ja auch ein Lerneffekt dabei sein. Und viele Sachen, die wir Köche machen, machen irgendwie Sinn, sind aber auch manchmal etwas überinterpretiert wichtig. Mhm. Bei einer Vinaigrette, wenn es geht, vorher würzen. Denn die meisten Gewürze, Salz und Zucker, sind nicht fettlöslich. Smarter Hinweis, ne? Mhm. Ist aber am Ende des Tages auch egal. Wenn ich es danach machen will, kann ich es auch machen. Wir haben jetzt hier den Schnittlauch, die Rauke, die wunderbaren Cranberries, warte, den Essig und ein wenig Olivenöl. Mhm. Verrühren das Ganze miteinander. Jetzt bin ich mal gespannt. Mach mir, was fehlt. Nix, super. Gar nichts? Nein. Hör auf! Ja, die Rauke daran ist gut. Nimm dir noch mal einen Löffel. Nee, du darfst. Achso, ja. Ja. Nicht essen, nicht essen! Was? Komm her. Ah.
Jetzt nochmal probieren. Ein bisschen Zucker vielleicht, weiß ich nicht. Nee, vorher war es Punkrock, vorher war es so einfach Free Jazz, es waren tolle Aromen, aber die waren alle so jede für sich sehr aggressiv. Und durch diese leichte Süße der roten Beete, ich würde es nicht süßer machen, weil wir haben noch die rote Beete, wir haben noch das. Aber wir sehen gleich beim Anrichten auf dem Teller natürlich Teile des Saftes. Der besteht aus der roten Beete, dem Essig und dieser fantastischen Butter. Ich meine, das ist ein Anblick. Das ist wunderschön. Das wird genau nachher das substituieren, was dir gerade an Süße fehlt. Na gut. Na gut. Kommt der Joghurt da noch im Einsatz? Ja, natürlich. Entspann dich doch. Dann wird es richtig geil. Super. Was ist denn los? Haben wir denn Fragen von den Zuschauern bis dahin? Können die noch folgen? Also. Und wie lange machen wir eigentlich schon? Wir sind jetzt fast eine halbe Stunde am Start. Was? Hast du gesagt, oh ja? Da hinten stehen übrigens meine Jungs hier aus der guten Botschaft. Wir entwickeln. Ich glaube, da sind noch keine Fragen gerade gekommen. Alle können folgen. Okay, gut. Oder halt auch nicht. Und die sind alle so nervös am... Okay. Wenn du einen handwerklich gut gemachten Joghurt hast, braucht dieser Joghurt einen Scheißdreck, nämlich gar nichts. Weil dann haben wir alles das, was wir wollen. Wir brauchen die Milchsäure, wir brauchen die Würzigkeit, wir brauchen die Milchstruktur. Das Cremige, da brauchst du nichts. Das ist da wirklich gerade, was Molkereiprodukte angeht, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, mal auch wieder zu gucken, was gibt es denn sonst noch so am Markt, außer Danone und irgendwelche anderen. Und damit will ich niemanden dissen. Aber das sind gefällig gemachte Milchprodukte. Aber Milchprodukte dürfen gerne eine Ecke und eine Kante haben. Die dürfen gerne eben auch ein bisschen sauer sein, die dürfen ein bisschen milchig sein, die dürfen auch mal milchsauer sein. So, die dürfen halt, die dürfen Charakter, die dürfen Struktur haben. Und der ist schon... Fertig. Und der ist sehr fein. Sehr, sehr. Sehr, 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 sehr fein. Tim, ich habe dir nur meine Lieblingsprodukte mitgebracht. So. Der ist super flüssig, ne? Ist dir das auch gefallen? Ja. Dadurch bin ich auch auf die Idee gekommen, wem der zu flüssig ist oder wer Pech hat mit dem Joghurt, der zu flüssig ist, weil auch das ist ein Naturprodukt. Ja. Und die Natur macht Gott sei Dank hin und wieder auch mal das, was sie will. Einfach kurz durch Sieb hängen und ein bisschen damit die andere Struktur also ein bisschen fester wird, den getropften Saft einfach trinken, lecker. So, jetzt haben wir hier die rote Beete. Sehr lecker. Das sieht fein aus. Die Vinaigrette, wo ist sie? Wo ist diese Vinaigrette? Da ist sie. Diese Farben. Mit den Cranberries, mit den Stängeln aus dem Rauke, vom Rucola. Ich bringe so eine schöne, sämpfige, scharfe Note damit rein. Oh. Also, ganz ehrlich, wenn ich solche Sachen mache, da ist mir manchmal der Geschmack egal, weil ich finde, das sieht einfach nur geil aus. Was? Was soll ich denn sagen? So, jetzt was der haben Crunch. Wir noch? Der Crunch. Upp. Das war so nicht ganz gedacht, aber das kriegen wir hin. So geil. Also gerne zwischendurch die Gerichte zeigen, wie zum Beispiel Vinaigrette. Magst du die gleich noch mal kurz natürlich, der Kamera zeigen? Natürlich. Aber erstmal freue ich mich gerade hier an diesem schönen Anblick, dieser fantastisch, also wirklich toll. Das ist das, warum ich gerne koche, weil vom Prinzip her habe ich nur Produkte genommen. Guck mal, stell mal hier hin, da kannst du mal richtig dicht ran. Ich habe Produkte nur genommen, ich habe sie eigentlich nur bearbeitet, aber nicht verändert. Sie sind in ihrer natürlichen Schönheit da. Der Joghurt, die rote Beete, die Nüsse, der Zucker, die Süße, es sind alle Aromen da. Und das ist für mich brillantes vegetarisches Essen. Es ist ein sehr schöner, kleiner, frecher Starter. Mhm. Wenn ihr eine Getränkeempfehlung haben wollt, fällt mir keine ein. Ich trinke heute Abend Bellini. Prost. Haben wir uns mal gegönnt. Da habe ich ja Bellini. Ist mal wieder Zeit, Bellini schick zu machen. Wie hieß der andere Puff-Cocktail, den man sonst immer so getrunken hat? Da in München? Hugo. Was machen eigentlich deine Jungs da hinten? Was? Was machen die da eigentlich? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. das sind Alex und Lukas, das ist mein Team hier aus der guten Botschaft. Da gibt es noch zwei, drei andere Leute dazu natürlich. Ja, die kenne ich ja schon.
Und wir stellen uns gerade auf eine Post-Corona-Zeit ein und entwickeln gerade neue Gerichte und Ideen. Morgens stehen Sie hier, ohne Scheiß jetzt, kochen für Helden, also kochen auch kochen für Helden. Ja, wir haben euch ja heute gerade Gemüse gebracht. Habt ihr? Ja. Oder haben wir uns abgeholt? Oh, sorry, ihr habt euch die abgeholt. Wir haben uns abgeholt. weißt du, wollen wir die Kirche im Dorf lassen? Nee, und da kommen wir natürlich mit gespendeten Gemüsen und mit sehr schönen, tollen Produkten, nicht nur von euch, sondern auch noch von anderen, teilweise auch industriellen Produzenten. Sehr schöne Ware, die macht uns das eben möglich, recht kostenarm ganz tolle Gerichte zu kreieren. Und jetzt stellen wir uns so langsam darauf ein, dass irgendwann mal in diesem Jahr ja hoffentlich Gastronomie noch mal wieder öffnen darf. Und damit wir da nicht ganz von überrascht sind, lassen wir jetzt unserer Kreativität freien Lauf und versuchen schon die nächsten Kreationen zu entwickeln. Wir sind ja hier so hanseatisch-japanisch. Hier in der guten Botschaft. In der guten Botschaft. Ja. Wir wissen nicht ganz genau, was es heißt, aber wir fühlen uns sehr gut damit. Und ist ein witziger Mix. Ja, es ist eigentlich, das ist irgendwie hanseatisch-japanisch. Weil das soll japanisch sein? Ja. Norddeutscher geht's doch kaum. Ja, warum denn? Aber das Verständnis des Produktes, die Reduktion, dieses Zurücknehmen des Koches, das meine ich ernsthaft, so einfach zu sagen, nee, der Joghurt ist gut, warum soll ich da was reinpacken? Mhm. Wenn der mir so viel Arbeit abnimmt, dann muss ich da auch keine Pseudokreativität reinbringen. Das heißt, das ich ist eine japanische Attitude? Oder? Ja, total. Ah. Die Perfektion des rohen Fisches. Okay. Die Perfektion im Reis, die Perfektion im Ding. Und wenn Dinge perfekt sind, dann gebührt es sich auch nicht als Koch, da sein Ego drüber zu gießen. Und das ist manchmal sehr einfach in der Herangehensweise, aber du musst trotzdem das Verständnis haben, es so perfekt zu machen wie da. Sehr japanisch. Cool. Vielleicht zeigt auch einfach nur der Bellini seine Wirkung. Aber du bist jetzt der Meinung, da kann ja schon mal gegessen werden oder soll es lieber mal stehen und warten, bis wir jetzt weitermachen? Du darfst gleich probieren. Ich nutze gerade noch die Zeit, um ein wenig klar Schiff zu machen. Vielleicht gibt es in der Zwischenzeit ja irgendeine Frage betreffend dieses Gerichtes oder der jetzt kommenden. Die spekulieren über dein Messer. Das ist sehr schön, sagen sie. Oh, mein Messer ist sehr schön. Das gehört Lukas. Lukas, wo ist dein Messer her? Mein Messer? Ja, wir machen Teleshop. Komm, hau raus. Ein bekannter Freund oder ein befreundeter Bekannter? Ein befreundeter Bekannter, guter Freund von aus Hannover. Heißt? Macht so Unikate. Andreas Dröse, Knife Art nennt sich. Aha. Der. Und der macht immer ganz, ganz tolle Unikate. Stellt Stahl aus Japan, macht individuelle Griffe und all so ein Kram. Das ist mega. Und wie heißt der? Andreas Dröse. Und verkauft unter welchem Namen? Knife Art. Knife Art, Andreas Dröse aus? Hannover. Hannover. Guck mal, kommt doch einiges Gutes auf. Das war ein Spaß. Super, ja. Habe ich nicht gesagt. Fliegt mir mal schnell um die Ohren. So, dann kommen wir jetzt mal. Was kostet denn das? Was? Was kostet denn das? Für mich oder für dich? Hm. Offiziell oder inoffiziell? Du, hier mal, wird nochmal gefragt, also irgendwie ging das vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja, eben deshalb. Was kommt genau nochmal in die Vinaigrette? Kannst du das nochmal wiederholen? Ja. Essigöl. Ja? Essigöl im Verhältnis nach, wie schmeckt es mir? Jeder Essig hat eine andere Säure, jedes Öl eine andere Dominanz. Deshalb einfach eine gute Balance zwischen Öligkeit und leichten Säurekicker reinzubringen. Man sagt normalerweise ein Teil Essig, circa 2 bis 3 Teile Öl. Wenn das mir nicht gelingt, das in eine Balance zu geben, kriegen ein bisschen Wasser hinzugeben, ruhig mit Wasser runterdünnen. Das ist eigentlich das Bestandteil einer jeder Vinaigrette. Dann haben wir drin Schnittlauch. Man könnte auch, da geht es eigentlich um das Zwiebelaroma, Schnittlauch hat ja ein leicht zwiebeliges Aroma, könnte man jetzt rein theoretisch auch eine kleine Schalotte oder eine Zwiebel reinschneiden. Rauke bringt so eine Senfschärfe, ist so was Kohliges. Habe ich jetzt keine Rauke, verzichtet auf die Rauke, macht vielleicht ein bisschen Senf rein und dann haben wir dasselbe Element. Und die Cranberries, die in dem Nussmix drin waren. Und die stellen eigentlich eher eine Süße dar. Mhm. Kannst du es mit Honig ersetzen, wenn du keine Cranberries hast? Mit Honig, mit Zucker. Oder? Du kannst aber auch klein gewürfelten Apfel reinmachen. Du könntest auch ein bisschen Pfirsich reinmachen. Auch schön, wahrscheinlich irgendeine Beerenfrucht. Wenn du jetzt gerade, kommt jetzt langsam ja mehr und mehr, schöne Himbeeren. Mhm. Wenn du da wirklich einfach nur Himbeeren, nicht in die Vinaigrette, rohe Himbeeren dazu legst. Mhm. Und dann mit dieser, das reicht mit der, schon. Bäm, das ist so geil. Weil das müssen ist genau wir leider das. Noch bis Juni, Juli warten. Ist das so? Ja. Die Himbeeren, die es aktuell irgendwo in Supermärkten gibt, Warum? Die kommen ganz woanders her. Wo kommen die denn her? Du, die kommen jetzt wahrscheinlich irgendwo aus Südamerika. Haben wir was gegen Südamerika? Nein. Ist das Gemüserassismus eigentlich, habe ich mich mal neulich mal gefragt. Wenn, dann Obstrassismus. Aber die Frage ist, ob das so sinnvoll ist, diese Himbeeren über die halbe Welt zu schippern, um sie hier in einem, sag ich mal, perfekten Zustand zu essen. Ja. Ich glaube nicht. Ich fand
Die Himbeeren, die verlieren doch total an Geschmack und Qualität, weil du musst sie ja relativ roh pflücken. Die können ja gar nicht ihre volle Reife entwickeln. Und es ist doch schön, ein ganzes Jahr darauf zu warten, dass die Himbeeren hier wirklich 2 Monate lang die volle Reife und Qualität in unserer Region haben. Ja, grundsätzlich ist es auch richtig. Ich sehe es einen Ticken Moderator. Ich war mal in einem Restaurant auf den Färöer Inseln namens Koks. Aha. K-O-K-S. Mhm. Und die sind auch, ich sag mal, so Speerspitzen dieser skandinavischen Nordic Cuisine. Also die schon sehr stark auf alte Traditionen und Regionalität und Ähnlichen zurückgreifen. Und der hat mir halt, und seinen Umgang fand ich eben sehr smart. Er sagte, ich nehme alles aus der Region. Ich nehme alles zu seiner Saison, was ich bekommen kann. Und zwar alles, ohne Wenn und Aber, ohne nach Wertigkeit oder sonst hin zu gehen. Wenn ich aber eine Zitrone brauche, dann nehme ich auch die, die mir eingeflogen wird. Weißt du, was ich meine? Klar. Weil die ist ja deshalb, und wo... Die kriegst du halt nicht aus der Region. Ja, und wenn du jetzt keine Himbeeren aus der Region kriegst, aber Himbeeren aus Südamerika... Ist die Frage, ob die Himbeere immer so eine Grundzutat ist, die man benötigt. Zu jeder Zeit. Same for Spargel. Ich warte gerne ein ganzes Jahr auf den perfekten Spargel aus der Region. Eine Zitrone brauchst du das ganze Jahr. Eine Banane wahrscheinlich auch. Hat man schon, da hast du recht. Also Spargel ist bei mir wirklich das einzige Gemüse noch, wo ich eine klare Saison habe. Also wo ich auch wirklich sage, da wird ist auch am Ende vollkommen fair enough, wenn das ein bisschen individuell entschieden wird. Jeder hat seine Lieblingsobst- und Gemüsezutaten. Was ist dein Lieblingsgemüse? Tomaten. Tomate! Habe ich jetzt auch schon gehört. Tomate und Kartoffel. Aber Tomaten haben halt jetzt auch nicht den geilsten Geschmack. Nee, eben nicht. Deswegen sind sie nicht in deiner Kiste gelandet. Also, jetzt machen wir... So, was ist eigentlich mit den Kartoffeln? Sind die langsam mal gut? Mich, du sollst eigentlich nicht fragen. Ich bin... ich mag das, wenn die sehr hart sind. Ich finde die ziemlich geil so. Also, die sind gut. Okay. Du bist hier der... Das mache ich jetzt auch. Gut. Das mache ich jetzt auch. Super. Junge, habt ihr einmal bitte ein Sieb? Ein Sieb? Ein Sieb. Ich bin so professionell vorbereitet, aber das Sieb habe ich vergessen. Also hier steht, wir essen schon, es schmeckt geil. Ernsthaft? Ja. Da konnte jemand mitkochen? Ja. Das ist krass. Ja, das ist doch der Hammer. Bitte Foto. Ein Foto? Ja. Bitte, Oliver, ein Foto posten. Bitte. So, und jetzt wird nach deinem Lieblingsgericht aus Kindertagen gefragt. Das musst du gleich auch nochmal verraten. Warmes Wasser mit Zitrone, wir waren so arm. In Pinneberg gab es nichts anderes. Aber die Zitronen, die kamen da. Danke dir. Mein Lieblingsessen aus Kindertagen, da habe ich noch nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe einen sehr, sehr, sehr kindlichen Geschmack. Und das ist in diesem Sinne sehr positiv. Spaghetti Bolognese. Ich mag ich kann aber auch das andere anbieten. Also das Regionale ist der Steckrübeneintopf, Birnenbohnen und Speck. Frikadellen, allerdings nur das Innere in der Pfanne. Die Frikadelle fand ich gar nicht so geil, sondern ich fand das, was in der Pfanne drin geblieben ist, gut, so mit Brotstippen. Was mochte ich noch? Ich mochte die Rouladen. Meine Oma konnte gerollte Kohlrouladen. Konnte Rouladen und diese Hackmasse da drin war immer anders als das, was ich bislang gekocht habe. Ich glaube, dass meine handwerklich perfekter sind, dass sie von Prinzip her richtiger sind, aber sie sind auch immer seelenloser. Ich vermisse diese Chewigkeit, diese ganz bestimmte Konsistenz, wie Oma nur Rouladen gemacht hat. Ja. Ich weiß nicht, ob die das mehr drin geknetet hat oder was die da gemacht hat. Meins hat eine Hackfüllung. Viel Brötchen da drin so? Oder? Ich weiß es, ja. Oma hat früher mal gesagt, gute Frikadelle ist nur eine Frikadelle, wenn der Bäcker also gewonnen hat. Also für mich ist es auch die Frikadelle mit den Bohnen und guten Kartoffeln. Das ist so mein Lieblingsessen. Ja. Ja, das ist also, ne? Aber das sind bei mir auch eher Emotionen. Habe ich noch eine Pfanne, bitte? Ich habe meine hier schon schmutzig gemacht. Aber irgendwann, ja, die ist schön. Die ist schön, vielen Dank. Kommen wir zum nächsten Gang. Teller in Fokus, please. Entschuldigung. Gib mal das Schild. Ja. Wir haben ja hier extra stundenlang eingerichtet, wenn ihr sehen würdet, was hier gerade los ist. Für diese kleine, zarte, zauberhafte Internetshow. Und wir haben vorher gesagt, hier ist eine Kamera und die hat hier genau den Fokus. Und ich hatte den Teller jetzt hier stehen, da kann man nichts sehen. Oh, oh. Also kommt der dezente Regiehinweis. Teller in den Fokus, please. Teller in den Fokus, please. Guck mal. Guck mal an. So, als ob das kein Schwein merken würde, dass hier auch noch Menschen drumherum stehen. Ihr seid echt Kasper. Wahnsinn. Irgendwie macht die ich finde das ziemlich kreativ. Ja, ist super. Hatten wir früher immer sehr gerne, weil ich früher immer wahnsinnig viel gelabert habe. Und ich kann mich noch an meinen Lieblingsauftritt in der, wie heißt die Arena heutzutage? Na.
Da hier, da wo viele große Konzerte sind. Wer heißt sie denn jetzt? Was? Barclaycard Arena, genau. Mhm. Da hatte ich einen Auftritt, das war das, keine Ahnung, 1600-jährige Jubiläum der Hamburger Sparkasse. Und ich habe ein bisschen überzogen. Um genau zu sein, ich durfte eigentlich 30 Minuten auf der Bühne stehen, das wurden eine Stunde 15. Und irgendwann wollten sie mir den Strom abstellen, damit ich halt nicht mehr weiter, damit ich endlich die Bühne verlasse. Und in einer Tour kamen irgendwelche Dinge auf die Bühne, wurden mir hingestellt und stand auf dem Teller immer, aufhören, jetzt, sofort, Schnauze halten, runter von der Bühne. Und ich habe es einfach nur leidenschaftlich gerne ignoriert. Wir kommen jetzt zum nächsten Gang. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir müssen die Leute mal abholen. Ja, und du hast zwar ein Stück Brot abgeschnitten. Vom Keimling? Ja, das ist, ich finde, Brot ist eine fantastische Beilage. Und wenn ich wirklich was leidenschaftlich gerne esse, sind das belegte Brote. Und wenn ich was noch viel leidenschaftlich gerne esse, sind das belegte Brote, die von jemand anderem belegt worden sind. Ich finde, das ist eine der schönsten Sachen, die man machen kann. Weißt du, was du meinst? Ja. Kleiner Teller, halbierte Scheibchen, vielleicht mal eine Gurke drauf, vielleicht eine halbe Tomate, vielleicht ein bisschen frisches Kraut drauf. Man macht sich das selber dann auch meistens nicht so schön, ne? Wenn du dir selbst ein Brot machst. Nee, man hat das erste schon im Mund, während man schmiert. Ja, man hat es immer so eilig. Aber wenn andere Leute einem das Brot schmieren, das ist zum Beispiel für mich ein klarer Kindheitsgeschmack. Und ich finde, Brot ist auch eine tolle Beilage, denn wenn ich zu Hause koche, habe ich auch eher so das Bedürfnis, relativ schnell zum Ziel zu kommen und jetzt nicht erst noch 30, 40 Minuten auf irgendwas zu warten, weil die Garzeit so lange ist. Deshalb arbeite ich sehr oft mit Brot als Beilage. Mhm. Altes Brot, natürlich auch frisches, in Würfel geschnitten, links und rechts angebraten, sozusagen als Ersatz für die Kartoffel, als Ersatz für Tomatenbrotsalate. All diese ganzen Dinge, wo Brot wirklich eine Relevanz hat, mag ich sehr gerne. Und geröstetes Sauerteigbrot, das liebe ich. Mozzarella drauf, Tomate drauf, bisschen Olivenöl, runtergeschnitten. Das geil. Und das ist eigentlich jetzt hier nichts anderes. Und ich war am Anfang sehr skeptisch. Ob das zu wertig ist, ob das zu vollwertig ist und ob das vielleicht zu kernig ist. Das ist nicht so, auch von der Struktur, aber das ist sensationell, ist sehr, sehr fluffig. Und das brate ich jetzt einfach nur in einer Pfanne an, röste das schon mal an. Ich lege das mal in den Fokus. Ja, gut so. Ja? Ich passe jetzt auch mit auf. Ja. Guck mal, das sieht jetzt schon toll aus, duftet vor allem auch ganz fantastisch. Die säuerliche Note kommt ein bisschen raus. Jetzt muss ich das Brot aus dem Fokus rausnehmen, weil ich die Zwiebeln in den Fokus hineinschiebe, die ich testweise von geschält habe. Schnippel die in Scheiben. Das geht schnell. Das geht sehr schnell. Hast du Übung. Dann haben wir Pilze in unserem Tütchen gehabt. Ich finde, dass bei diesem Gericht die Form der Pilze nicht sonderlich wichtig sind. Da, wo Pilze eine relevante Rolle spielen, also welcher das ist, ist definitiv beim Steinpilz, den wir oft genug auch nicht wirklich in toller Qualität finden. Oder aber auch beim Pfifferling, da finde ich es auch relativ wichtig. Gut, beim Trüffel, der kommt bei mir zu Hause nicht ganz so oft auf den Tisch. Aber hier geht es wirklich um diese leicht hefige Note und die Struktur, die leicht fleischige Struktur, die ein Pilz eben mit sich bringt. Deshalb dieser Kräuterseitling. Aber Champignon ginge auch. Ja, super, ganz toll, wirklich ganz toll. Auch brauner, weißer, das ist, wenn du es nachher zubereiten kannst, ist die Farbe und die Form des Pilzes spielt da nicht eine ganz große Rolle. Das Schöne am Kräuterseitling, er lässt relativ schwer Wasser. Also er wird selten zum Kochpilz. Das kennen wir, glaube ich, alle, die schon mal eine Pilzrahmsoße gekocht haben. Dass an irgendeiner Stelle auf einmal der Pilz aufhört zu braten und anfängt zu schwitzen. Dann lässt er sehr viel Wasser. Und dann ist der einzige Fehler, den man an der Stelle machen kann, dass die Leute dann sagen, oh, schnell raus, schnell raus. Nein, habt Geduld, das Wasser wird verdampfen. Mhm. Und dann wird der Pilz auch die Aromen und das, was in dem Wasser sich praktisch mit ausgeschwemmt worden ist, wird es wieder aufsaugen. Bin ich nicht gut im Fokus? Ah. Was macht man mit den Pilzen? Wäscht man die, wird hier gerade gefragt. Also. Großes Thema. Wenn man die großen Experten dieser Welt fragt, nein, niemals nie, weil sie dann sich nicht mehr gut anbraten lassen, bin ich prinzipiell einverstanden bei dieser Meinung. Aber wenn ich nun mal eine sechsköpfige Familie habe und nun habe ich sandige Champignons, dann soll ich jeden Champignon mit einem Pinsel abbürsten, damit ich 2,5 Stunden später mal was mit zum Essen habe, no way. Kleiner Trick, Schale mit kaltem Wasser, ein Esslöffel Mehl einrühren, Pilze reingeben, und dann mit vorsichtigen Bewegungen sozusagen diese Pilze waschen. Ein Tuch auslegen, die Pilze darauf legen, abtrocknen lassen. Das Mehl hat ganz kleine, feine Mikrokörner sozusagen und setzt sich in den Löchern der Pilze ab und verändert so, dass sie sich zusätzlich mit Wasser vollsaugen.
Und das ist wirklich, also gerade beim Pfifferling, wenn du so eine Kiste versammelte Waldpfifferlinge, so richtige Pfifferlinge, nicht die schicken, die man auf dem Isemarkt, sondern richtige Pfifferlinge. Ja, bist du 7 Stunden beschäftigt, bis du so eine Handvoll sauber hast. Die auf dem Isemarkt sind wahrscheinlich schon vorgeputzt. So, also Wasser, Mehl rein, Vorsicht, nicht drin stehen lassen, sondern einfach ein bisschen waschen mit vorsichtigen Bewegungen, das Kitzeln. Kurz stehen lassen, aufschwimmen lassen, das dauert nicht lange, 30, 40 Sekunden. Der Sand setzt sich ab, die Pilze bleiben oben, hebst du die Pilze raus, austrocknen lassen, bam. Super Tipp. Danke. Die musstest du nicht waschen, ne? Nee. Die waren sauber. Das sind ja die meisten Pilze, die wir heute kriegen und das sieht auch so aus, sind Zuchtpilze. Ich wollte gerade sagen, Pfifferlinge kriegen wir gar nicht bei Frische Post ran, aha, weil die werden nicht kultiviert. Die kannst du nur in der Wildnis pflücken. So. Und ich glaube, auch bei bestimmten Pilzen ist es auch gut so, weil dadurch bleiben sie auch immer bemerkenswert und besonders. Und ich finde gerade so Pfifferlinge und Steinpilze, das ist was Besonderes. Ja, das stimmt. Nach wie vor. So, Butteröl. Ich habe ja gesagt, wir verballern heute die ganze Butter. Ja, ja, wir sind noch nicht am Ende. Nein, wir sind noch Butteröl gemischt, Pilze, die Zwiebeln leicht andünsten, damit sie dieses leicht Schweißige verlieren, eine leichte Süße reingeben. Pilze dazu. Du hast das Gericht genannt, sortierte Pilze. Ja. Ist das gleiche wie Pilzragout, oder? Achtung, Salz. Wollte ich schon immer mal machen. Pfeffer. Jetzt gucken Leute in Koblenz zu und finden es schade, dass sie unsere Produkte nicht bekommen können. Ja, aber ich sag mal, bislang benutzen wir Produkte, die man auch, ich weiß, ich wollte nicht so kann. Auch woanders kriegen kann. Nee, ich glaube, die wollen alle Postprodukte. Bis hin zu diesem Ort namens Supermarkt. Aber wir haben jetzt gerade gestern in Mainz eröffnet. Ja. Habt ihr? Ja. Ach, guck mal, herzlichen Glückwunsch. Hey, danke schön. Dass ihr da, also für euch scheint das ein ganz gutes Geschäft gerade zu sein. Oder war das sowieso geplant? Ja, nee, das war sowieso geplant. Ja, weiß. Das wäre ein bisschen sehr kurzfristig. Nein, nochmal, also wir haben das schon länger geplant. Das ist ja das Schöne, warum ich solche Sachen nicht so gerne mache und auch ungern den Leuten vorgebe, was sie zu tun haben. Weil man weiß nie genau, auf welchem Stand sind, mit welcher Versorgungsmentalität, wo sie sich bewegen können. Meine Aufgabe ist es, praktisch Lust auf Kochen zu machen. Deine Aufgabe ist es, Lust auf Produkt zu machen. Ja. Das überschneidet sich natürlich in einigen Bereichen. Aber es ist immer schöner, wenn man ein qualitativ hochwertiges Produkt hat, wenn man die Zeit, die Muße und vielleicht auch manchmal das Kleingeld dazu hat, sich eben mit einer bestimmten Qualität auseinanderzusetzen. Denn ich bin mir schon relativ sicher, ich habe die Box umsonst gekriegt, ich weiß gar nicht ganz genau, was sie kostet. Du, das Ding ist, wenn du dich damit auskennst und weißt, was gute Lebensmittel kosten in der Herstellung, dann sind unsere Preise genauso fair, wie wenn du gute Lebensmittel in einem Supermarkt auffindest oder auf dem Wochenmarkt also oder in den Hofladen fährst. Ja? Wir schließen ja alle Handelsstufen aus. Wir vermarkten direkt vom Bauern zum Kunden nach Hause. Mhm. Das heißt, wir können da preislich eigentlich auf einem ähnlichen Level sein, als wenn du letztlich dir dein Auto schnappst und zum Bauernhof fährst und dort die Produkte selber einkaufst. Ja. Es ist aber manchmal auf den ersten Blick nicht erkennbar, aber ich teile die Meinung, dass man beim qualitativen Einkauf oftmals weniger ausgibt, als wenn man eben viel Ware mit wenig Geschmack kauft. Ja, und die Frage denn ist ja auch Geschmack immer macht satt. Das ist, glaube ich, eines der ganz großen Geheimnisse. Wenn was sehr intensiv ist, was so, dann reicht manchmal auch ein Ticken weniger davon. Erstens weniger und dann ist ja auch die Frage, also musst du jeden Tag Fleisch essen? Ja? Musst du nicht. Und dann kannst du auch damit deutlich günstiger um die Runden kommen. Ich finde immer, jeder sollte selber entscheiden, was er gerne essen möchte. Und unsere Aufgabe ist ihm nicht zu sagen, was er nicht tun sollte, sondern welche Möglichkeiten er hätte, wie er eben diesen Alltag bewältigen kann. Pass auf, Alltag bewältigen, Pilze, Salz, Pfeffer, spannende Gewürzmischung. Hier, 3 Tropfen Zitronensaft, nicht mehr. Ist immer so ein kleiner Geschmacksverstärker. Ist immer so ein bisschen. Was hast du gerade für ein Grünzeug dran gemacht? Da bin ich gerade nicht mitgekommen. Petersilie. Kleingehackte Petersilie, auch ein bisschen für das Aroma, aber im Wesentlichen fürs Auge. Es wird nämlich gerade gesagt, es wäre toll, wenn du noch sagen kannst, was du da gerade machst. Petersilie. Genau. Entschuldigung. Sehr gut. Da ist jemand begeistert. Ernsthaft? Wirklich? Darf ich mal? Nein, wirklich. Ich weiß nicht, was ihr den ganzen Tag macht. Ich hack hier da ein paar Pilze in 2 Minuten zusammen. Digga, und das ist besser als das, was ich jemals hier in Hamburg irgendwo gegessen habe. Probier! Achso, machst du schon. Ja, ich bediene mich. Dann kann ich auch aufhören zu pöbeln. Na wirklich, das ist pur. Das ist super. So, ich würde sagen, Kombination aus Top-Zutaten und Top-Koch. Ich brauche unbedingt von dir jetzt, unbedingt. Sehr, sehr wichtig, eine gepellte Kartoffel. Oha, die muss ich jetzt pellen. Ja. Ich wollte eigentlich fragen. Nee, du machst jetzt einmal bitte die Kartoffel. Okay. Das hatten wir doch im Vorfeld geklärt. Das
alle anderen auch, ja? Ja. Gut. Wo möchtest du die Kartoffel reinhaben? Nee, gib mir einfach eine Kartoffel gepellt. Okay. So. So, Tim, wie ist es mit Dosentomaten? Oh, ja, ja, okay, sehr gut. Dosentomaten? Ja, ja, ja. Pilze waschen, ja oder nein? Oh, danke schön. Pilzen gerade gemacht, Öl, Salz. Es wäre toll, wenn er ein wenig sagen, was er gerade macht. Okay, das mache ich jetzt auch nochmal. Ich sauge, okay, pass auf, ich erzähle nochmal das, was hier gerade passiert ist. Wir haben das Brot, den Keimling. Keimling. In Scheiben geschnitten, Olivenöl ein wenig angeröstet, um ein bisschen was Rösches herzustellen. Das wird sozusagen die Basis dieses fantastischen Gerichtes. Ich erzähle auch gleich noch, wo die Idee herkam. Dann haben wir eigentlich nur Zwiebeln klein geschnitten. Vielen Dank. Nein. Perfekt. Zwiebeln klein geschnitten, mit Olivenöl leicht angedünstet, Pilze klein geschnitten, schön stückig, damit man auch ein bisschen was im Beißen hat und auch die natürliche schöne Form des Pilzes hat. Die haben wir da hineingegeben, gewürzt mit Salz, Pfeffer, leicht einkochen lassen, also leicht weich werden lassen, 2-3 Tropfen Zitronensaft, bisschen fein gehackte Petersilie, kann man, muss man nicht, und dann einfach nur, oh! Jetzt ist ja die große Kunst. Wie fügen wir das Ganze toll zusammen? Und diese Kartoffel, ich beschäftige mich wahnsinnig viel mit vegetarischer Ernährung. Ich nenne es bloß niemals in meinem Leben so, sondern ich beschäftige mich damit, wie schmeckt mir denn das Gemüse, diese Zutat, die nicht unbedingt tierischer Herkunft ist. Und man geht so ins Reformhaus und da gibt es immer so Schmierpasten. So Brotbelege, irgendwie so, wie heißt das? So Paprikapasten, Pilzpasten, ja, Ratatouille-Pasten, wie nennt sich das? Ja. So Leberwurst Pasten. Für Veganer. Aufstriche. Ja, was für ein Dreck. Immer wieder. Finde ich ganz schlimm. Total überwürzt. Dann kann ich auch wirklich gekörnte Brühe in Feucht essen. Aha. Total überwürzt, zu salzig, zu intensiv. Ich glaube, es gibt Leute, die mögen das. Ja, ich weiß, weil sie auch keine Alternativen haben. Und deshalb biete ich ihnen jetzt eine an. Du nimmst eine gepellte Kartoffel. Jawohl. Die haben wir. Wir nehmen Butter, weil Fett ist das Geheimnis. Wie viel auch hast du denn noch von deiner Butter? Ja, jetzt eigentlich schon langsam zu wenig. du nimmst einfach... Oh Mann, das ist wirklich ein bisschen zu wenig. Oh, ist leer. Ich wurde gefragt, wann du angefangen hast zu kochen. Das musst du auch gleich nochmal beantworten. Das wird hier schon ganz häufig gefragt. Heute? Ja. Ja, heute um 8. Nee, als Kind schon. Ach oder so. Wann? Erzähl ich gleich. Okay. Nur ganz kurz. Diese Idee, die ich jetzt hier habe, denn auch wenn du dir die Zutatenliste oft in diesen Dingern da anguckst, in diesen Pasten anguckst, Fett, Salz. Also Butter ist das Fett. Jetzt nehme ich mir hier, haben wir eine Gabel? Ich hatte mir doch echt, da habe ich schon vorbereitet. Diese wunderbare Pellkartoffel. Zerdrückt die. Ist es gut, da festkochende zu haben oder ist egal? Am Ende des Tages ist es für dieses Gericht egal, denn ich zerdrücke sie nur leicht, aber generell bei Pellkartoffeln ist es festkochende Kartoffeln zu haben, weil wir sie nachher auch gleich noch in den Salat verwenden werden. Ah, stimmt. Das hier muss ich die weiter pellen eigentlich? Ja. Müssen alle gepellt werden? Ja. Okay. Das hier ist Kindheit pur. Das ist das, was ich als Kind am liebsten gegessen habe. Ich habe nämlich zerdrückte Kartoffeln mit Soße. Mit Tunke, das war immer mein Ding. Was für Tunke am liebsten? Naja, Soße halt. Das, was egal da war. Was. Braune Soße. Es war dieses Ding aus Gulasch, Rouladen oder was auch immer. Zerdrückte Kartoffel, Soße darüber. Das habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben. Und das, was Ähnliches mache ich jetzt hier auch. Ich habe jetzt hier praktisch die Butter. Man sieht, die schäumt schön auf. Durch das Olivenöl passiert das Ganze kontrollierter. So. Das nennt man übrigens schäumende Butter. Diese Butter, das riecht man schon, bevor sie verbrennt und schwarz wird, wird sie braun und die Molke, also das Eiweiß in dem Buttergemisch, wird ganz leicht karamellisiert und entwickelt einen sehr schönen nussigen Geschmack. Das nennt man dann Nussbutter, erkennbar an der schönen goldbraunen Farbe, die hier langsam entsteht. Danach wird sie schwarz und bitter, goldbraun, sensationell, bitter, nicht gut. Jetzt habe ich meine wunderbaren Kartoffeln hier. So. Erst wolltest du es mit dem Ei machen, ne? Eigentlich wollte ich es mit dem Rinderfilet machen, weil es in der Kiste war. Aha. Dann war die Idee Ei, aber dann haben wir gesagt, nee, wenig, keine Zukäufe, sondern wir bleiben genau da. So, und das hier sieht ordinär fett aus, ist es auch, ist aber ordinär lecker. Ist wirklich ordinär lecker. Das ist das... Salz habe ich noch nicht. Salzen. Salz ist an der Butter, nicht vergessen. Hätte ich beinahe vergessen. Ich könnte die Zutatenliste jetzt um Muskatnuss erweitern, um das Ganze noch ein bisschen schmackiger zu machen. Was würdest du daran machen? Muskatnuss. Aha.
Hier ist es jetzt ein bisschen auch wieder eher eine emotionale Geschichte. Handwerklich ist das alles nicht perfekt, aber das ist so abartig gut. Das ist so ein bisschen Bratkartoffel früher in der Bratpfanne gemacht und es gab immer so einen Ansatz. Es gab doch immer so ein bisschen Rest in der Pfanne. Und wenn man den so abgekratzt hat und dann gegessen hat. Das Beste. Uff. Ich sag, uff. Uff. So, guck mal. Jetzt haben wir die Kartoffeln, wir haben die Pilze, wir haben das geröstete Brot. Das, was ich noch verarbeiten sollte und musste und auch gerne will, ist noch Käse. Dazu musst du bitte was erzählen. Der heißt Mühlenbacher Käse. Es ist ein bisschen Tilsiter Art. Der ist noch relativ jung. Ne? Ich glaube, hier war er ein Stück zu jung. Warte ganz kurz. Na. Welchen Teller? Der. Nicht? Welchen Teller? Tim, du hast mich gefragt. Das Abendbrot. Brotzeitteller. Was denn? Aber du hast ja recht. Ich hatte ihn jetzt die Gewürzgurke. Ich hatte ihn ja schon ausgesucht. Okay. Frag mich nicht, wenn du es schon ausgewählt hast. Ne? Die waren spontan jetzt. Sag nochmal. Na Gott. Käse, genau. Mühlenbacher heißt der. Mhm. Tilsiter Art. Mhm. Kommt vom Milchhof Dallmann, genauso wie die gute Butter. Mhm. Und je nachdem, wie alt der Käse gerade ist, schmeckt er mal so, mal so. Und ich glaube, jetzt ist er gerade noch in einem recht jungen Stadion. Das war ja dieser Käse, wenn man welchen hat. Das Gericht macht es noch einen Ticken intensiver, aber braucht es nicht. Guck mal. Muss man nicht, aber also ich bin schon Käsefan, muss ich sagen. Wirklich, es klingt bescheuert, aber Kartoffel auf Brot mit dieser braunen Butter ist wirklich gut. Das ist ein bisschen diese Idee dieser veganen Paste. Und es sieht nicht nur... Oh, oh. Man erkennt die Kartoffel ja kaum wieder, ne? So, dann haben wir natürlich unsere schön sortierten Pilze. Mhm. Och, ich muss immer ein bisschen übertreiben beim weil ich habe immer, hab immer Angst, dass da jemand sagt, naja, das sind halt Pilze mit zerdrückten Kartoffeln, wo ich sage, ja, aber Tomate Mozzarella ist auch nur Tomate mit Mozzarella und trotzdem ist es eines der besten Gerichte der Welt. Und ähnlich sehe ich das halt auch hier. Ich finde immer, dass tolle Produkte relativ wenig Arbeit verlangen. So Pilze, Schnittlauch, wir haben ja immer noch Schnittlauch über. Jawohl. Bin ich nicht im Fokus? Ich glaube, alles ist gut. Okay, pass auf, Fokus hier, das weiß ich noch. Nee, hier. Hat man mir nämlich gesagt, obere Kante, dunkler Streifen. Jetzt sind sie alle ganz ruhig. Ich glaube, die folgen dir gerade alle. Und auf, weil es ist wirklich toll. Das ist, und solche Sachen, ein Stück Brot braten, ein schnell sortiertes Gemüse mit ein bisschen Käse, ein bisschen irgendwas Cremigen dazu. Das ist so ein Leberwurstbrot, nicht einfach nur kalt, sondern ein Leberwurstbrot braten in der Pfanne. Also schmieren und dann in der Pfanne braten. Ein bisschen Honig. Von beiden Seiten? Oh, das ist wirklich geil. Okay. Und das ist kein Lumpenessen, das ist wirklich, das ist, man braucht oft nicht viel. Wie lange machen wir eigentlich schon? Warte mal. 45 Minuten. Nope. Länger. Das ist dein Gefühl, dass du noch nicht so lange am Start bist. Stunde. Eine Stunde, genau. Ja. Normalerweise wäre das Ganze in meiner Welt, ohne Laberei und ohne Zwischentheater, bin ich in der Stunde mit allem fertig. Mit allem durch. Mit allem durch, ja. Jetzt wird gefragt, was man denn auch als Pilzersatz nehmen könnte. Die Frage verstehe ich jetzt nicht. Weil man keine Pilze mag? Oder keine Pilze hat? Also Rinder, also Fleisch, Huhn. Nein, hier geht es ja ein bisschen um Pilze, Hamner. Das ist ein bisschen eine Frage. Ich mag kein Blau, was soll ich denn dann für eine Farbe nehmen? Also, alles irgendwie. Aber hast du irgendeine Idee? Irgendeine Paprika. Paprika, ja, Paprika. Das ist eine gute Idee. Gut durchsortierte Paprika, Zucchini die ein bisschen weich. Geht, oh, Zucchini verstehe ich nicht so richtig, aber ja, geht natürlich Aubergine. Auch. Aubergine, ja, nee, eher nicht. Aber Paprika wäre hier zum Beispiel ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt. Und so. Wie kann man Kräuter länger frisch halten? Ja, da müssen Botaniker fragen. Ich bin Koch, das ist dasselbe Problem. Deshalb halten sie bei mir nicht. Ich verarbeite sie einfach. Sofort. Ja, einfrieren kann man sie doch, oder? Das ist ein alter Jamie Oliver-Trick. Irgendwie Gemüse, hier Kräuter klein schneiden, dann einen Eiswürfelbehälter reinpacken, Wasser drauf und einfrieren. Mayonnaise. Ich mach das. Machst du? Ja, klar. Ihr jungen Leute, ihr seid so seltsam geworden. So, pass auf. Schnittlauch natürlich nochmal drüber. Ah, das sieht aber gut aus. So. Hast du noch eine Tunke? Brauche ich noch nicht. Ich habe ein halbes Pfund Butter da drin in der Kartoffel. Ich brauche keine Tunke. Und jetzt noch ein bisschen, das war ein bisschen zu viel. Also ein bisschen weniger Olivenöl. Ansonsten ist dieses Gericht an dieser Stelle perfekt. Ja, ein richtig schönes, gegrilltes oder gebratenes, gebackenes Keimlingbrot, Bauernbrot mit gedrückten Nussbutterkartoffeln, sortierten Pilzen. Und wie heißt der Käse?
Mühlenbacher Käse. Mit dem Mühlenbacher Käse. Bam. Der schmeckt genauso wie das, was du gerade sagtest mit den Kartoffeln aus der Pfanne. Aus der Pfanne, ja, mhm. Ja. Emotion. Also das ist nicht handwerklich aufwendig, aber es ist eben halt wahnsinnig emotionales. Pass auf, du kannst kurz einen Monolog führen. Ich räume einmal kurz auf. Oha. Und dann machen wir uns ans nächste Gericht. Hier wird gefragt, ob du auch zu Hause kochst. Leidenschaftlich gerne. Insbesondere jetzt gerade während dieser Zeit, in der wir uns alle befinden. Ich nehme mal hier ein bisschen Platz, weil ich glaube, letztens haben wir telefoniert, da hast du für deine Nachbarn gekocht. Ja, aber ich koche gerne, ich esse gar nicht so gerne, auch wenn man meinem Körper das nicht unbedingt ansieht, aber ich koche zur Entspannung. Und wenn du kochst einmal mit so viel Butter? Nein, ich esse ja mein Essen gar nicht so dolle. Nee? Doch, ein bisschen. Aber du kochst gern für andere? Ich koche einfach wahnsinnig gerne und ich schmore. Ist das so einfach Entspannung für dich? Oder ich schmore gerne, ich gucke gerne bei Dingen zu, ich sehe gerne Blasenschlag, also Blubbern von Flüssigkeiten. Also all Dinge, die man so beobachten kann. Ich rieche gerne, ich höre das gerne. Wenn ich die perfekte Menge Fett in einer Pfanne habe, bei einem Bratvorgang, hörst du das. Mhm. Man hört es. Wenn du die perfekte Temperatur hattest, das perfekte Gefühl, dann hörst du Dinge. Wenn Nudelwasser kurz bevor es kocht, wird es leise. Ich weiß nicht, ob das mal jemandem aufgefallen ist. Ganz kurz, das wird so. Und dann wird es kurz still. Und dann wird. Auf einmal geht's ab. Und auf einmal geht es richtig ab. Und das sind Dinge, die ich gerne mache. Und jetzt gerade, wenn ich muss ja beim Kochen nicht nachdenken. Das ist ja mein Vorteil. Das sieht man den Gerichten auch manchmal an. Aber grundsätzlich strengt mich das überhaupt nicht an. Das ist für mich, ich liebe das. Ich sehe die. Also ich würde das wirklich als Soulfood bezeichnen. Ja, das ist so richtig. Ja. Es ist vegetarisch und ich finde, es sieht so null vegetarisch, es sieht so aus wie, ja, geil, mehr. Mhm. Also ich will mich da. Das macht auch richtig satt, oder? Also ich meine. Ja. Pass mal auf. Na. Haben wir Fragen gerade an der Stelle oder können wir weitermachen? Ich habe dir schon alle Fragen jetzt gerade weitergeleitet. Okay. Ich weiß nicht, ob die Leute jetzt gerade schon essen, weil, ne, ist ja warm. Oder sind die raus? Nee, die sind noch lange nicht raus. Sind noch nicht raus, ne? Nein. Die mögen uns noch. Ich hoffe doch. So. Lass mich einmal ganz kurz überlegen, was ich eigentlich jetzt hier als nächstes machen wollte. Magst du mir auf die Sprünge helfen? Wir haben schon Bilder geschickt bekommen, ne? Was? Wir haben schon Bilder geschickt bekommen. Man kann die hier nicht posten in diesem Live-Chat. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ist das nicht, nicht die Technik. Aber das ist doch Internet. Das ist Internet, Tim. Ja. Aber posten. Du machst noch nicht mal Instagram. Oder machst du Instagram? Instagram ist auch Internet. Natürlich ist Instagram. Ja, aber du kannst in den Live-Chat keine Fotos posten. Wieso das denn nicht? Nein, das geht nicht. Aber wir haben die bei Instagram zugesendet bekommen, glaube ich. Hast du die da? Ich schick, oder zeig ich mal, hol mal her. Willst du mal gucken? Ja, natürlich will ich die, dann kann man doch das. Also ihr seid auch phlegmatisch, du. Zeig mal. Oder mal stehen da deine Privateinstellungen drin? Nee. Das ist Alter, krass. Ne? Wer ist das? Erster Gang vom Frischepostmenü von Tim Mälzer. Köstlich. Wer ist das? Vera Sophie heißt sie. Alter, Respekt. Ernsthaft Respekt. Hätte ich nicht gedacht. Also ich habe das arg in Frage gestellt, ob da wirklich jemand in der Lage ist, guck mal parallel hier mitzukommen. Guck mal hier, Bombe mit rote Beete und Nüssen. Die sind, ist auch ein Punkt. Die sind alle am Start. Oder haben die gemogelt, haben die fertig gekochte rote Beete gehabt? Da ist hier. Oh, da sind aber richtig viele Nüsse am Start. Das ist gut. Ja. Wirklich gut. So, pass auf. Wir haben jetzt noch aus Hammer. Der. Also wirklich sehr schön. Gut. Toll. Respekt. Hätte ich wirklich nicht schöne gedacht. Schöne Teller haben sie auch. Aber wie wunderbar. Machen die denn das? Ich kann mir selber kaum folgen. Aber ich koche auch heute echt mit angezogener Handbremse. Ne? Du lobst dich auch gern selbst, ne? Das machen ja sonst so wenige und deshalb mache ich das ganz gern, übernehme ich das. Okay. Ist doch schön, ich erleichtere euch den Alltag. Der Spargel. Der ist gar nicht so dünn, oder? Bitte? Der ist jetzt gar nicht so dünn. In diesem Fall nicht. Ich hatte eine Probebox vor zwei Tagen. Da war das sehr, das ist auch sehr, ein Naturprodukt, sehr dünner Spargel. Und das ist ja das Schöne an Spargel. Mal ist er dick, mal ist er dünn. Und wenn du in so manchmal einer, ist er auch krumm. Manchmal ist er auch krumm. Und wenn du eben mit einer Überraschungsbox arbeitest, ist auch ein Rezept eher eine Anregung, eine Anleitung als eine gesetzliche Vorgabe. Und den Dünnspargel, den ich eben in der letzten Box hatte, da habe ich gedacht so, boah, warum soll ich denn von dem kleinen, das war so wie Kalli Kallmund, bevor er auf Kur geschickt worden ist. Er war ja früher auch ein Hämpfling, das weiß kaum einer, er war ein ganz dünner Hund. Er ist auf Kur geschickt worden, mein Vater übrigens auch. Manchmal geht so eine Kur. Meiner auch, als er 5 Jahre alt war. Und wie ist er jetzt? Ja, das ist schon beieinander, ne? Eine Kur kann auch mal nach hinten losgehen. Das ist beim Vater auch. Kein Scheiß, jetzt möchte ich auch nicht nachdenken. Ja, damals war er Kind. Ja, klar. Ja. Ich war nie auf Kur. Nicht. Bei mir war das einfach nicht. Muss man im Pinneberg nicht. Muss man nicht. Übrigens, heute trinke ich Bellini. Ah, kannst du mir auch mal einen machen? Oder wer macht das? Ja, natürlich. Lukas! Ja? Wir haben Bellini-Bedarf. Ja, wer?
Ich würde gerne einen. Jule. Einer. Unbedingt. Dankeschön. Sehr gerne. Du, hier wird Berlin schon wieder was gefragt. Berlin ist ein bisschen Sangria und teuer. Wie isst man das Brot denn jetzt? Mit der Hand oder mit dem Besteck? Sagen wir mal so. Wenn du eine Öffnung hast, also eine orale Öffnung mit den Kapazitäten von, wie heißt sie, Angelina, wie heißt sie? Wer heißt sie denn? Die mit dem großen Mund. Julie, genau. Mhm. Dann kannst du es mit der Hand essen. Aber wir müssen Messer und Gabel. Ah, ich habe nicht so einen großen Mund. Nee, Messer und Gabel. Ich sage auch, das ist ja ein richtiges Essen. Das ist ja, man sitzt da fein, man setzt sich jetzt hin, man hat den Tisch gedeckt, Kerzen legt, Weinchen eingeschenkt, Messer, Gabel. Dann sagt man, was empfiehlst du eigentlich dazu zu trinken? Bellini? Bellini. Bellini? Okay. Und Bellini? Und wenn nicht Bellini? Schönes Bierchen oder? Ich trinke kein Bier. Das ja, ist, aber andere Leute trinken Bier. Bier, Wein, was einem schmeckt. Meiner Meinung nach, also ganz wenig Sachen, wenn ich, ich bin nicht so ein ganz großer Freund von sehr süßen Sachen zum Trinken, zum Essen, weil ich finde, das versaut auch wirklich jedes Essen. Mhm. Allerdings antialkoholisch wirklich sehr schwer, was Intelligentes zu finden. Mhm. Wir haben vorhin mit einem Freund telefoniert, der gerade in Neuseeland festhängt. Wo ist der gerade? In welchem Restaurant? Wie heißt das da? 6 Sitzplätze? Nennt sich Restaurant Neuseeland halt. Wie? Passur. Und wie heißt der junge Mann? Weißer Zuschauer. Rico Bierend. Rico Bierend. Und wir haben uns gerade ausgetauscht über Saftbegleitung. Also generell über fermentierte Säfte. Und lustigerweise hat er erzählt, es gibt einen sehr schönen Saft, der aus Spargelsaft hergestellt wird. Der dann wiederum, also man macht Spargelsaft, den fermentiert man und dann vermischt man das wiederum mit normalem Apfelsaft, also auch frischen natürlich. Okay. Und das ist eine Getränkebegleitung, sagt er, sucht seinesgleichen. Sensationell. Das macht man selber frisch oder gibt es diese... Nee, das ist der Nachteil, das muss man wirklich selber machen. Okay. Pass auf, den Spargel jetzt hier den in dem Falle... Oder du in diesem Fall? Ja, ja. Ich mache auch langsam. Okay, also alle jetzt Spargel schälen. Oder geschälten Spargel da. Kann man, boah, vielen, vielen Dank. Sehr dünn Spargel. Wir möchten auch alle einen Bellini trinken. Die sind jetzt alle angefixt hier. Müsst ihr in die nächste Box, packt ihr Bellini rein. Jetzt wird auch noch gefragt, ob es das Live-Cooking öfter gibt, ja, Tim. Also ich mache das jetzt häufiger, aber ich weiß nicht, ob du da noch häufiger mitmachst. Ich mache ja mein Leben lang, die letzten 15 Jahre. Du bist Hobbykoch. Mache ich ja eigentlich nichts anderes. Wir haben hier heute übrigens eine Bauchbinde eingebunden im Livestream. Und einmal haben wir geschrieben, irgendwie auch Koch. Ja, sehr gut. Wie du letztens sagtest. Sehr gut. Und einmal steht da Hobbykoch. Das ist übrigens ganz toll, weil ganz viele Leute kommen immer auf mich zu und sie sagen so, ich bin ja nur Hobbykoch. Und ich sage, ich auch. Ich verdiene nur zufällig mein Geld damit, weil ich hege da kein Professionalismus, sondern alles, was ich mache und was ich leidenschaftlich nach wie vor auch mache, entwickelt sich irgendwie natürlich. Und das betrachte ich, so sollte ein Hobby sein. Weißt du, toll, das ist eine Leidenschaft. Also bin ich nach wie vor ein Hobbykoch. Ja. Gut, viele vermuten das auch manchmal bei den Sachen, die ich da verbreche. Aber ich mache es wirklich sehr, sehr gerne. In dem Falle den Spargel schälen. Wenn man sehr frischen, ganz, ganz jung, oder nicht jung, aber schmalen Spargel hat, ruhig mal drauf verzichten. Vielleicht sogar auch mal drauf verzichten, wenn man den Spargel nachher sehr klein schneiden will. Ja. So, das ist wie bei Rhabarber. Ich schäle keinen Rhabarber mehr. Ja, das ist mehr. Nicht nötig dann, ja. Find ich nicht. Man muss den Rhabarber nicht klein schälen, weil da geht doch die schöne Farbe verloren, das Ganze. Ich fand das ganz interessant, dass du es letztes Mal nicht gemacht hast. Ja, und auch, wie du den mal so gedrückt hast und gezeigt hast, wie viel Saft da in so einem Spargel drin ist. Das ist ja der gute alte Trick. Ich habe meine erste Sendung, die schmeckt nicht, gibt's nicht. Und ich weiß noch wie heute, wie ich dann immer da wie ein Klugscheißer, also wie ein schlauer Junge stand. Und dann war ich eben auf dem Markt und habe immer, frischen Spargel, den erkennt man daran und habe immer Dinge gemacht. Quietsch, quietsch. Und wenn er gequietscht hat, war er frisch. Boah, ein Glück, dass der gerade quietscht. Der gequietscht kann man aber auch machen, indem man das Ding vorher kurz nass spritzt und dann quietscht er auch. Also auch alten Spargel. Interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Ich habe sie so oft erzählt. Ich weiß nicht, ob ich sie mir ausgedacht habe. Aha. Aber inzwischen glaube ich sie. Jetzt kommt's. Meerrettich. Warum heißt Meerrettich Meerrettich? Frank, du weißt es, glaube ich, noch, ne? Na, er winkt ab. Er hat die Geschichte schon so häufig gehört. Ja, Meerrettich heißt Meer, also angeblich. Hamburger Pferdehandel, Pferdemarkt, da wurden ja Pferde verkauft. Ja. Und wenn du jetzt halt so einen alten Zossen wie mich hast, leicht verfettet, ein bisschen träge in den Gelenken, Arthritis, halt nicht mehr ganz so bumsfidel, dass er nur fröhlich über die Wiese hüpfen kann, hat man diesem Pferd ein Stück geschälten Meerrettich in den Popo reingetan. Und die ätherischen Öle und jeder, der schon mal frisch geriebenen Meerrettich gerochen oder gesehen oder in die Augen bekommen hat, weiß, was da los ist. Und dann war ihm der alte, fette, müde Gaul, tänzelte jung und frisch da irgendwie rum, weil ihm der Popo gebrannt hat und hat dadurch einen besseren Verkaufspreis erzielt. Aha.
Und ich habe die Geschichte wirklich gelesen. Soll ich das gleich mal googeln oder lieber nicht? Ich habe es neulich versucht zu googeln. Es gibt so einen, aber so richtig stimmt die Geschichte nicht. Nee, so ganz stabil ist sie nicht. Also wie mit dem quietschenden Spargel. Aber generell, Spargel ist ja wirklich so eine Sache, wenn er gut gelagert wird, soll der, wenn es geht, morgens gestochen, abends verkauft sein. Er verträgt auch ein, zwei Tage Aufbewahrungszeit, dann allerdings wirklich in so einem kühlen Tuch, weil genau. Trockenheit, Wasser, ja. Das leidet. Und wenn er gut ist, dann drückt man hier hinten so ein bisschen am, genau das. Dann darf hier richtig ein bisschen Feuchtigkeit rauskommen. Und das darf ihm auch richtig ein bisschen, nochmal das Wort, knackfrisch. Ja. Das ist das. Ja. Das ist knackfrisch. Wenn er sich durchbiegt, hat er Wasser verloren. Ist meistens ein Zeichen für lange Lagerung, betrifft jedes Gemüse. Mhm. Aber den Spargel ganz besonders. Der kommt aus Niedersachsen übrigens, vom Meier Spargelhof. Jetzt musst du mir noch mal kurz erklären, was ich eigentlich kochen wollte. Was du kochen wolltest? Jetzt muss ich auch mal die Hacken entfernen. Ich brauche noch einen Topf, Kinders. Wir müssen die aber auch alle ganz entspannt noch mal mitnehmen, ne? Ja, nicht, dass ja, die jetzt, ja. Also Spargel ist hoffentlich geschält bei allen. Ja. Die Kartoffeln sind auch hoffentlich alle gepellt. Ja. Hier wurde auch gefragt, inwiefern man die Kartoffeln in den Kühlschrank tun kann und am nächsten Tag pellen. Ja, brauchen wir heute nicht. Habe ich neulich wohl gemacht beim Kartoffelsalat und das ist nicht so gut aufgegangen. Ich weiß aber nicht, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Ja. Der ist gut. Ja, hier in so eine Soutöse bitte. So, dein Tipp mit dem Rinderfilet war super auf Brot. Mhm. Also mein Pilzding. Genau, und irgendjemand ist nicht beim Rote-Bete-Rezept mitgekommen. Das tut mir leid. Ich kann noch mal kurz wiederholen. Ja, willst du wirklich? Ja, wir haben jetzt ist es wirklich ein bisschen entspannter. Wir haben den Spargel geschält, wir haben immer noch die Birne und wir müssen noch den Kartoffelsalat verarbeiten. Die Birne. Wenn ihr eine Jule bei euch zu Hause habt, dann nimmt sie an dieser Stelle jetzt, gebt ihr eine Schüssel, gebt ihr die Pellkartoffeln und lasst diese Jule die Kartoffeln mit der Hand in relativ dicke Scheiben schneiden. Dick. Tim macht das auch gut. So. Dicke Scheiben, weil wir wollen Kartoffel schmecken. Okay. Es wird ein Kartoffelsalat, wir wollen aber trotzdem Kartoffel schmecken. Kriegst du das so hin? Ja, ja, das krieg ich schon hin. Die ist schön gelb, ne? Herrlich. Was ist das für eine Kartoffel? Das ist eine festkochende Linda. Ist Linda? Ja, klar. Oh, ist geil. Weil ich hab wirklich, also Linda ist meine Lieblingssorte. Ich war neulich auf dem Gemüsegroßmarkt und habe auch gesagt, ich brauche mal eine schöne, wachsige, gelbe. Ist doch witzig, dass sie immer weibliche Namen haben. Die Gunda, die Linda, die Annabelle. Die sind immer weibliche Kartoffeln. Also wäre ich jetzt, wie heißt der andere, Roland Treddel, dann würde ich sagen, die schönsten Dinge des Lebens haben immer weibliche Namen. Ja. Ja, schön. Bin ich aber Gott sei Dank nicht. Denn auch ein Wettertief hat auch weibliche Namen, glaube ich, oder? Ist das nicht so? Ja, ich glaube, ich werde jetzt mal eine männliche Kartoffel ins Leben rufen. Pass auf, der Spargel, roh. Roh, so. Roh. Ja. A, kannst du Spargel hervorragend roh essen, als Rohkostsalat. Lecker. Ganz, 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 ganz toll. Und auch da wieder diese Naturaromen, die Produkte mitbringen. Du hast die gerade so ein bisschen in Öl gewendet, ne? Warte, sag gleich. Okay. Die Naturprodukte, die wollen wir erhalten. Trotzdem wollen wir auch das Produkt ein wenig abwechslungsreich gestalten. An der Stelle haben wir den geschälten Spargel auf einen Teller gelegt, nur mit ein bisschen Öl benetzt, kurz einmassiert und haben ihn jetzt in eine Grillpfanne gelegt und werden ihn praktisch links, rechts leicht angrillen, um so ein leichtes Raucharoma in das Ganze hineinzubringen. Der Spargel wird im inneren Kern immer noch roh bleiben. Wer das nicht mag, kocht sich den Spargel kurz in kochendem Wasser ab, was gewürzt ist mit Salz, Zucker, ein bisschen Zitrone. Einmal reinschmeißen, 5 Minuten ziehen lassen, rausnehmen, abtropfen und dann grillen. Dieser Prozess des Grillens ist gerade in der vegetarischen Küche einfach einer der einfachsten Wege, um manchmal eine größere Geschmackstiefe zu erzielen. Auch räuchern, wunderbar. Wir mögen alle, ich liebe Speck. Aber ich liebe auch geräucherte Kartoffeln. Also ich scheine nicht Speck zu lieben, sondern ich scheine Rauch zu lieben. Rauch zu mögen. Aber was macht man denn, wenn man nicht so eine Grillpfanne hat? Dann nehme ich eine Bratpfanne oder ich mache mir einen Grill an. Das ist jetzt, wichtig ist nur, dass es nicht in Öl brät, also nicht das Öl in der Pfanne ist, sondern nur Produkt. Die Produkte sind massiert, ja, in Öl. Weil denselben Effekt erzielst du auch in einer Bratpfanne. Wichtig ist, dass praktisch ein bisschen von dem Öl auch ganz leicht verbrennt und eben ein wenig Raucharoma entwickelt, um das sich dann wiederum auf den Spargel absetzt. Mhm. Aber eine Grillpfanne... Du kannst sie auch direkt auf den Grill schmeißen, oder? Klar. Gut. Und nochmal, wer es nicht mag, wem es nachher zu knackig ist, sehr gerne einmal den Spargel vorher anblanchieren. Aber ich finde, gerade in der vegetarischen Küche suchen wir sehr oft den Biss. Das, was Fleisch, ein Steak. Ein Steak beantwortet sich immer sehr, sehr leicht.
weil man da in was reinbeißen kann. Bei der vegetarischen Küche ist es oft so, wo ist das Mundgefühl, wo passiert was? Also wo kracht es, wo knackt es, wo brauchen wir unsere Zähne, um da wirklich reinzugehen? Gerade in dieser ganzen Püree-Küche, die gerade sehr modern ist. Und deshalb finde ich hier das natürliche Aroma vom Spargel, nicht gewürzt bislang, kommt gleich noch ein bisschen Salz dazu. Mhm. Wem es zu bitter ist, Prise Zucker. Ich finde aber, Spargel darf gerne ein bisschen Bitterstoffe haben, auch wenn er nahezu keinen mehr hat. Weil das ist ein bisschen eine Entwicklung, die ich schade finde, dass die Bitterstoffe aus dem Spargel nahezu weg sind. Deshalb versuche ich, wenn ich auf den Markt gehe, immer Spargel zu finden, der schon ganz leicht getrieben ist, wo die Köpfe schon ein bisschen violett sind. Das, was die Franzosen auch gerne mögen. Das bedeutet ja nur, dass der kleine, freche Spargel sein Köpfchen zu lange schon durch die Decke gesteckt hat, die Sonne genossen hat. Waren die Stecher ein bisschen zu langsam? Und dann hat er ein bisschen Sonne bekommen, Photosynthese, und dadurch entwickelt er ein tieferes Aroma. Lieber weiß oder grün? Was ist dein Lieblingsspargel? Saisonal definitiv weißer Spargel. Also jetzt sehe ich keinen Grund, einen grünen Spargel zu holen, weil ich aber für die allgemeine internationale Küche, der grüne Spargel ist gefälliger, leichter einzusetzen, finde ich, passt sich mehr unterschiedlichen Gerichten an. Hühnerfrikassee oder Säule, dann kann man auch, weil er so ein bisschen was erdig kann, kann man auch mal grünen Spargel, auch wenn er dann aus Peru ist oder ähnlichem. Aber bei uns nächste Woche gibt es auch Grünspargel. Nee, aber das im Winter. Geht jetzt los. Ja, im Winter. Das habe ich mich schon oft gefragt. Ich stehe oft vor dieser Frage. Das ist lustigerweise, nur beim Spargel frage ich mich, kaufe ich den jetzt oder kaufe ich den nicht? Ist das jetzt richtig oder darf ist ich das nicht? Aber ein Hühnerfrikassee braucht Spargel. Und für die Perfektion des Hühnerfrikassees. Ich überlege gerade, ich habe da manchmal Erbsen drin. Aber Erbsen, richtig, auch sehr gut. Ja. Sehr gut. Aber eins von beiden oder beides? Nee, ganz ruhig beides. Weißt du, was auf gar keinen Fall rein darf? Na. Karotten. Oh, neulich hat mir jemand gesagt, er macht Karotten ins Hühnerfrikassee. Da hab ich gedacht, was ist das denn? Da war ich aber ganz Das erinnert mich an so gruselige Fotos. Wirklich, da habe ich Sorgentelefon angerufen. Da war ich durch mit der Geschichte. Da war ich fix und fertig. Na, sind wir uns einig. Also, Kartoffelsalat. Wir haben ja immer noch die schönen Produkte. Wir haben den Spargel. Ich habe die Hitze jetzt eigentlich schon fast runtergenommen. Darf noch ein bisschen in der Pfanne liegen. Darf jetzt noch ein bisschen ausdämpfen. Der Kartoffelsalat. Wir Hamburger, wir Norddeutschen lieben ja sehr gerne Mayonnaisen. Und sehr schwere Kartoffelsalate, mag ich auch, mit Gewürzgurken und dem ganzen Gelump. In diesem Falle wollen wir aber dem Wetter und auch dem Produkt ein wenig Respekt zollen und wollen das nicht mit zu viel Geschmack erschlagen. Und ich habe mich auch ein wenig richten müssen nach dem, was du mir in diese Kiste getan hast. Yes. In dieser Kiste. Ich habe ja eine Zitrone da reingehauen. Eine Zitrone. Das ist das und einzige überregionale Produkt übrigens. Und Joghurt. Ja, und Joghurt. Und Joghurt. So, jetzt gebe ich ein wenig Joghurt auf den Kartoffelsalat. Was ist denn, wenn die zu Hause nicht so einen flüssigen Joghurt haben? Dann nehme ich Joghurt und gebe da ein bisschen Wasser rein, dann ist er flüssig. Ja. Top-Tipp. Mörder-Tipp. Wenn was zu fest ist, Wasser rein, wird flüssig. Mörder-Tipp. Was ist das? Ich muss immer manchmal denken, ob die Frage ernst gemeint ist. Aber ich meine es ernst. Sie ist auch nicht blöd. Ich stelle mir gerade vor, wie die da zu Hause stehen und dann dieser Joghurt nicht kippt. Ja. Bin ich auch total bei dir. Ich muss nur selber da manchmal so ein bisschen gucken. Wir salzen das Ganze natürlich großzügig. Wir machen, nee, das ist Salz. Ich mal Pfeffer. Da. Hast du den nicht? Ah, wir pfeffern das Ganze großzügig. Und an der Stelle wirklich, wir wollen die Kartoffel schmecken, deshalb dicke Scheibe, nicht lange mariniert. Wir wollen aber auch ein bisschen die Säure schon von dem Joghurt benutzen und so eine Art Cremigkeit herstellen. Deshalb, wie viel Joghurt ich reinmache, bleibt dir selbst überlassen. Mhm. Habt aber ein bisschen Anstand vor der Kartoffel und erschlagt diese nicht, sondern lasst ihr ein bisschen die Würde, dass sie auch noch mit auf dem Teller erscheinen kann. Pfeffer. Bisschen gelb noch zu sehen, ja? Ja, und jetzt haben wir dieses Erdige, eigentlich eine Wiederholung, ein bisschen, was der Essig auch in der Roten Beete gemacht hat. Ja. Das Erdige ein bisschen wegnehmen, aber trotzdem auch noch schön präsentieren. Dann hatten wir ja noch die ganze Zeit Kräuter. Habt ihr mir da? Die liegen schon parat. Ich würde sagen, an der Stelle mal Petersilie. Aha. So ganzes Bunt ist nicht nötig, ne? Kannst du machen, musst du nicht. Okay. So, das ist immer so ein bisschen eine persönliche Sache. Ich kenne Menschen, die würden sterben, wenn ich Petersilie überhaupt ins Essen reinmache. Habe ich da irgendwas falsch reingestellt? Bin ich nicht im Fokus. Oh Gott, oh Gott. Bin ich jetzt im Fokus? Ja. Ah, richtig. Das ist ganz wichtig. Ich hoffe, die können zu Hause auch alle so die Kräuter schneiden. Das ist ja eigentlich nur wir nennen es den Zeitungsschnitt. Man rollt es ein wie eine Zeitung. Ich habe das gerade gesehen, wie du es gemacht hast. Ja. Man rollt es ein bisschen ein wie so eine Zeitung, dann hast du eigentlich schon die erste Variante durch.
dann drehst du es nochmal im rechten Winkel und dann hast du es eigentlich schon fein. Die Zitrone liegt. Ah, ich dachte, das ist der Anschnitt, den ihr braucht. Ja, du kannst machen, was du. Also, du darfst alles. Ich muss sagen, ich habe das lange nicht mehr gemacht hier in der Form. So, dann. Haben wir Slow-Mo? Haben wir Slow-Mo? Oh, oh, Achtung. Haben wir Slow-Mo? Warten. Oh, Slow-Mo wäre so. Haben wir Slow-Mo? Haben wir nicht? Oh, dann mache ich ganz langsam. Oh. Das sieht ja traumhaft aus. Haben wir? Das sieht wirklich schön aus. Man lacht immer, aber ich koche für mich ästhetisch. Ich überlege mir, nicht bewusst, aber ich überlege mir erst das Gelbe, dann das Weiße obendrauf, dann das Grüne. Und jetzt ist das eigentlich für mich der perfekte Anblick. Jetzt muss ich es gleich vermengen, ich will es aber gar nicht, weil ich finde es gerade so schön. Du kannst auf dem Teller noch mal ein bisschen Petersilie draufhauen. Da ich da solche Abneigung gegen habe, darfst du das einmal vermengen. Vorsichtig, bitte versuche die Scheiben einigermaßen ganz zu lassen. Wie soll ich denn das jetzt machen? Hast du keine Löffel mehr? Ich habe keine Löffel mehr, genau. Komm, ich habe hier zwei frische. Merci. Und jetzt. Jetzt wird es richtig spannend. Eine Zutat, die jeder zu Hause hat, ist Wasser. Wasser. Dass wir das nicht angesagt haben. Boah. Das gute Hamburger Leitungswasser. Ist das eigentlich so gut? Ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Location an. Also, petit peu, wie der Franzose sagt, Zucker. Und eigentlich würde ich jetzt sehr gerne zu Weißwein greifen, aber... War ja nicht in der Box. Und wir haben ja vielleicht auch den einen oder anderen jüngeren Nutznießer in dieser Situation und Aktion. Zitronensaft, Zitronenschale. Ein wenig Salz. Ich hätte gerne ein bisschen Butter. Ich habe keine, ich habe übertrieben. Aber das koche ich jetzt einmal auf. Macht nichts, kriegen wir auch hin. Alle, die noch Butter haben, rein damit. Bitte, wenn ihr Butter habt, jetzt ein kleines Flöckchen Butter rein. Musstest du eigentlich als Koch früher früh aufstehen, oder? Ja, ich... Oder eher spät, weil du meintest mal, dass du Morgenmuffel bist, steht hier. Naja, also während meiner Ausbildung habe ich ein Prinzip im Interconti, ich habe hier im Interconti gelernt, an der Alza. Dieser schöne Laden, wo wir übrigens sind, ist an der Alza, weil sie uns nach Corona mal besuchen wollt, gibt uns lecker Essen hier. Und keine Angst, ich bin nicht jeden Abend hier und laber euch voll, sondern für die Qualität, da sind die Kopalken da hinten verantwortlich. Hallo! 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 was wollte ich eigentlich sagen? Achso, Ausbildung. Ja. Und Morgenmuffel. Und ich habe ein Prinzip im Interconti. Während und nicht vergessen zu sagen, was du da machst, damit die Leute... Du musst erstmal eine Geschichte nach der anderen. Ja. Ich schäle eine Birne, also erstmal viertel ich, erstmal hätte ich sie schälen sollen. Jetzt wird sie im geviertelten Zustand geschält. Dann werde ich gleich mit Hilfe dieses Schneidegerätes das Kerngehäuse rausschneiden. Beiseite tun und gleich in diesem wunderbaren Zitronen-Zucker-Wassersud diese Birne ganz kurz anpochieren. Denn das wird, ist die Idee, Birnen, Bohnen und Speck, diesen leicht gegrillten, sozusagen geräucherten Spargel mit der Süße der Birne und der Säure der Tomate zu verbinden. Was geht denn da so? Das ist die Induktion. Aha. Also, okay. Als ich meine Ausbildung begonnen habe, damals im Hotel Intercontinental, habe ich ein neues Modell eingeführt. Das war damals noch nicht ganz so bekannt. Es hieß Gleitzeit. Allerdings habe ich vergessen, das mit meinem Küchenchef abzusprechen vorher. Das heißt, ich habe selber entschieden, wann ich denn den Laden betreten habe. Und das war oftmals nicht zur vorgegebenen Zeit. Daraufhin habe ich zur Strafe ein Jahr lang Frühstücksdienst machen müssen, um mir sowas wie Disziplin beizubringen. Ich glaube, das ist das einzige Mal, dass mein Küchenchef nachgeben musste. Also mit der frühen Anfangszeit hat er das nicht hingekriegt bei mir. So, und da ich aber trotzdem, ich war ein du hast dich nicht ganz so doof angestellt. Ich war ein Guter, ich war aufmüpfig, ich war manchmal vielleicht ein bisschen groß mit der Klappe, vielleicht auch manchmal überheblich und so und habe auch manchmal ein bisschen übertrieben mit der individuellen Anfangszeit. Aber ich war interessiert und ich hatte Bock und ich schien auch ein gewisses Talent an irgendeiner Stelle zu haben, so dass er an mir festgehalten hat. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr, sehr dankbar. Da hat er nichts mehr von, denn leider gibt es ihn nicht mehr. Der ist inzwischen verstorben, Helmut Hellwig, aber ist so einer der Menschen, die am meisten in meinem Leben also verantwortlich sind für meine Karriere. Würde ich bis heute immer noch sagen, weil der hat praktisch sehr, sehr gutes Handwerk in mich impliziert. Das ist doch schön. So, jetzt haben wir den Zitronensud. Kerngehäuse raus, Schale raus. Und jetzt... Jetzt dünsten wir sozusagen die Birne ganz leicht in diesen Zucker-Zitronensaft-Sud an,
Es dauert auch nicht lange, 2-3 Minuten. Das ist kein klassisches Kompott. Wenn ich jetzt noch mehr zur Verfügung habe, mehr Gewürze, mehr Aromen, spielt rum, experimentiert, probiert Zimt, Sternanis, Pfeffer, Wacholder, Nelke, Lorbeer, was der Gewürzschrank nur hergibt, gibt diesen Birnen wirklich nochmal so einen ganz kleinen, eine schöne Vertiefung in ihrem eigenen Aroma und machen das Ganze noch präsenter. Tim, du musst mal einmal wiederholen, was da dran ist. Auch das werde ich jetzt tun. Alles cool, alles cool. Guck mal, ich habe jetzt den Herd schon wieder auf allen Ebenen ausgemacht, bis auf hier. Der Spargel bleibt in der Pfanne. Das reicht schon für die Birne. Die ist sehr schön weich. Mhm. Die muss jetzt nicht weich gekocht werden. Die wird nur noch ein bisschen mehr mit Aroma versorgt. Um der perfekte Begleiter für diesen fantastischen Kartoffelsalat herzustellen. Den ich perfekt umgerührt habe. Gepellte, geschälte Kartoffeln. Also geschälte Pellkartoffeln. So, jetzt haben wir es. Geschälte Pellkartoffeln. Geschnittene Pellkartoffeln. Relativ dicke Scheiben, damit wir auch richtiges Kartoffelaroma haben, weil ich finde, die eins der schönsten Kombinationen, wie Tomate, Mozzarella oder Erdbeer mit Vanilleeis, ist auch Spargel mit Kartoffeln. Dann haben wir diesen wunderbaren, fruchtigen, säuerlich-milchsauren Joghurt dazugegeben. Petersilie, habe ich gewürzt? Ich weiß es nicht. Doch, du hast da Salz, Pfeffer angemacht, glaube ich. Ja, genau. Ich habe Salz, Pfeffer angemacht. Mhm. An den Rand der Perfektion gebracht. Hast du probiert? Noch nicht. Was ist denn los mit dir? Du, ich muss hier folgen. Da ist richtig was los. Boah. Sehr gut. Du schon wieder mit deinen Geräuschen. Was? Die Baller hier raus, so schon, ernsthaft. Schon gut. Aber weil du auch Kartoffel schmeckst, weil die Kartoffel gut ist. Und die Zitronenschale. Nee, das ist super. Ich sage es euch, du. So, würdest du auch mal gegen eine Privatperson kochen? Also ein Hobby? Grundsätzlich ist für mich Kochen kein Wettbewerb. Das heißt gegen nicht. Ich würde sehr gerne, und das tue ich auch oft, mit Privatpersonen kochen. Das tue ich wirklich wahnsinnig gerne. Gegen sehe gegen ich nicht. Muss nicht sein. Gegen muss nicht mit sein. Mit gerne. Okay. Teller? Du fragst mich jetzt nicht nochmal. Du hast eh schon ausgewählt. Teller? Ich bleib bei dem. Okay. Danke. Bitte. Oh, hier ist noch jemand bei den Pilzen. Ja. Bevor du anfängst, die Zitrone zu schneiden, was hast du dazu den Pilzen hinzugefügt? Weißt du das noch? Ja, Zwiebeln. Ja. Pilze, also Olivenöl-Buttergemisch, Pilze, Zwiebeln, Petersilie, Salz, Pfeffer. Okay. Das ist ja das Schöne. Man kann jetzt natürlich in jedes Gericht eigene Kreativität reinbringen, eigene Schärfe, eigene Aromatik, ein bisschen die Kräutervielfalt variieren. Aber hier haben wir wirklich, mein Ziel ist es immer, genau mit den Sachen zu arbeiten, die fast jeder wirklich hat. Und Salz, Pfeffer, Zucker, finde ich, sollte jeder haben. Und auf den Kümmel bei der Kartoffel konnte ich und wollte ich aber nicht verzichten. Das ging einfach nicht. Ich schmecke den raus, ich finde den gut. Das ist, also ja. Ich finde es witzig, ich habe erst gezweifelt, dass man den überhaupt schmeckt, weil ich meine, ich habe die Kartoffeln ja gepellt. Mm. Aber man merkt das. Das merkt man schon, ne? So, hier wird schon wieder nach unserem tollen Getränk gefragt. Das ist ein Bellini. Sabrina, Prost. Bellini. Scheiße, dass den schon jemand erfunden hat, sonst hätten wir 9 Hugos gehabt an der Stelle. Oh, oh. Tim, große Frage. Lieber Kitchen Impossible oder Frische Post Live Cooking? Jetzt sag das Richtige. Ich muss mich hier immer so ein bisschen bremsen. Und bei Kitchen Impossible kann ich die Drecksauce oder kann ich die Wildsau. Warum musst du dich denn hier bremsen? Weil ich hier stehe oder warum? Naja, weil ich auch nebenbei auch noch vermitteln muss. Ich bin ja heute sozusagen im Auftrage der Bildung unterwegs. Ich bin ja heute sozusagen ein Bildungsbeauftragter. Wir sind hier vom Anspruch da oben. Ja, ja. Und bei dem anderen, da ist er einfach nur auf Null. Also nicht vergleichbar. Nicht vergleichbar. Ich mach wirklich beides sehr, sehr, sehr gerne. Das ist die Antwort, die ich hören wollte. Lieber Gas oder Induktion? Ich habe zu Hause Gas. Und Induktion. Das hat nicht jeder beides, ne? Nee, aber ich bin jetzt ein Koch und das ist mein Mittelpunkt meines Lebens. Das ist wie ein Fußballer, der hat ja auch 3 verschiedene Paar Stollenschuhe zu Hause. Ich habe keins. Also deshalb muss man da nicht ganz so sein. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich teilweise Kochen zelebriere. Das ist definitiv Gas. Wenn ich wirklich schön Glas Portwein, Rotwein oder ein schön Bellini, definitiv Gas. Wenn ich jetzt aber im Alltag kochen würde, einfach mal eine schnelle Nudel, dann greife ich selbstverständlich auch mal auf Induktion zurück. Tim, ich glaube, Der Teller muss mal in den Fokus. In den Fokus? Yes. In welchen Fokus? Ja, da vielleicht? Ja, okay. Oder bist du dran? Cool. Nimm mal dein Ding da weg. Ja, ja, ja. Wobei, ich richte ja schon an. Gegrillter Spargel, naturell, Salz, bam.
Ja, der sieht gut aus. Kartoffelsalat, leichte Zitronen-Joghurtsäure. Die Birne, kurz angeschmort, auch naturell, viel Eigenaroma. Viel beim Kochen, also viel Aroma geht beim Kochen verloren. Und deshalb versuchen wir hier wirklich ganz kurze Garzeiten einfach nur an den Tag anzulegen. Und diese Kombination aus dem rauchigen Spargel mit der leichten, wie heißt das? Süße von der Birne. So, jetzt habe ich das ein bisschen abgeschnitten, damit man es hoch anrichten kann. Sieht lecker aus. So. Kann man das hier einfach noch so ein bisschen... Ach komm, schneide ich auch noch ein Stückchen ab. Setze das hier so mit drauf. Jetzt war gestern die Verzweiflung. Jetzt war gestern die Verzweiflungstat. Was mache ich mit dem Rucola? Dann bin das ist eine Top-Deko. Ist eine Top-Deko. Ich bin ans Innere gegangen. Und habe genau ein Blatt Rauke rausgeholt. Das war meine Grundidee. Ein bisschen von der Rauke da ranzulegen. Hast du noch ein kleines Kaninchen zu Hause? Habe noch ein kleines Kaninchen. So, und jetzt auch da. Es macht übrigens Sinn, wirklich Salz nachträglich aufs Produkt drauf zu machen. Denn jeder, der schon mal, also gerade dieses Fleur de Sel, ich lieb das sehr, bringt dem Ganzen eine Art von akzentuierter Salzigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt ein Stück Spargel habe und ich habe das pure Aroma und dann kommt so eine Fleur de Sel-Salzigkeit, dann ist es ein bisschen wie so Brausepulver, was den Geschmack wieder verstärkt. Wenn ich nur normal Salz habe, dann habe ich einen Geschmack und der bleibt die ganze Zeit gleich. Also Rauke habe ich jetzt benutzt, ich habe jetzt Zitrone, rote Beete, eigentlich habe ich alles benutzt. Und ich habe noch, warte. Tim, die sind alle im Stress. Warum? Ich kann warten. Aber sie sind, ist alles gut. Nee, sag ruhig. Könnt ihr mal jemanden grüßen? Ob wir jemanden grüßen können? Ja, die Rita aus Enskirchen. Ja, wir grüßen die Rita aus Enskirchen. Die alte Rita. Ja, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen entschleunigen. Ja, ich bin jetzt auch gleich ganz konzentriert. Guck mal, jetzt haben wir ein bisschen von dem Olivenöl auch da. Ich mag ja wirklich sehr, sehr, sehr gerne Olivenöl und wirklich als Würzsoße. Guck mal, du brauchst keine Soßen kochen, du hast keinen Stress, wir konnten plaudern, du kannst alle Produkte gut vorbereiten. Jetzt parallel mitkochen ist immer anstrengend, wenn du gegen einen Profikoch antrittst. Aber ich finde, wir haben jetzt hier wirklich in anderthalb Stunden mit den Zutaten drei wirklich, wirklich, wirklich schöne Gerichte gezaubert. Wir haben sogar noch ein bisschen Rucola fürs Frühstück morgen über. Na, Gott sei Dank. Dafür hat ja jemand, vielleicht pflanzt ja jemand seine eigenen Kaninchen zu Hause an und die müssen ja auch mit irgendwas gegossen werden, dann nimmst du halt ein bisschen Rucola. Aber wir haben drei tolle Gerichte. Ich bin ja nun jemand, der sehr dem Genuss und auch dem opulenten Genuss nicht ganz abgeneigt ist, hab den Eindruck, ich vermisse hier gar nichts. Ich hab alles, wir haben die Charaktere des Gemüses rausgearbeitet und gut. Wir waren aber wohl zu schnell. Deshalb sag doch noch mal, was wir vielleicht noch an Antworten geben könnten. Ich glaube, die sind gerade alle busy. Fertig, schreibt jemand. Ini, was? Ini ist fertig. Wir essen jetzt. Geht's und? Los. Übrigens, ach da, eine schöne kleine Idee. Ne? Wem das? Oh, das machen wir jetzt noch. Soll ich noch was machen? Du willst noch was machen? Ja. Hier wird geschrieben, tolle Aktion. Soll ich noch was machen oder nicht? Was man mit der Birne noch machen kann, ohne zu kochen? Ja, also das Ding ist, vielleicht fehlt ja jemandem irgendwie so ein bisschen so ein Nachtisch. Kannst du noch einen Nachtisch irgendwie erzählen? Ja, Birne. Birne. Einfach so rein da beißen und dann... Ja, ja. Birne, Vitamine und so. Vitamine, Hitze, Wärme empfinde ich und so. Wenn du Vitamine, Nachhaltigkeit, Ballaststoffe, Birne. Top. Birne, einfach pur. Top. Birne mit Nuss. Auch gut. Auch sehr gut. Und was machst du mit der roten Beete, die übrig ist? Lege ich dazu. Auch lecker. Ist ja modern, jetzt Gemüse im Dessert zu verarbeiten. Ja. Habe ich gemacht. Fusion. Birne mit rote Beete ist auch top trendig gerade, oder? Was? Joghurt auch noch zum Frühstück. So. Nee, sonst hätte ich hatte gerade so überlegt, das ist auch ganz geil, glaube ich, die Birne jetzt hier zu reiben, sehr stark zu salzen und nur mit dem Essig zu würzen. Ich glaube, das wäre auch eine sehr gute Beilage zu diesem Kartoffelspargelsalat. Er hat noch mal so einen anderen Kicker. Ah ja, schon sophisticated. Du, hier wird noch mal einmal gefragt, ja, lieber Tim, ja. Du hast vorhin angefangen, das rote Beete-Rezept zu wiederholen, ist aber wieder davon abgekommen. Dann tut es mir leid, dann will ich das jetzt in aller Konsequenz jetzt noch mal zum Besten geben. Boah, hier, die sind alle ganz erleichtert, dass sie es geschafft haben. Liebe Leute, ich habe für die rote Beete, und ich konzentriere mich im Wesentlichen erstmal auf die rote Beete dünn runter geraspelt, geschnitten, geraspelt, wie auch immer, aber in dünne Scheiben geschnitten. Dünne Scheiben geschnitten.
Dann habe ich ungefähr 780 Gramm Butter, nicht ganz, aber ich habe sehr viel Butter in einem Topf schon mal schmelzen lassen, die rote Beete hineingegeben und die rote Beete bei mittlerer Hitze in dieser Butter leicht konfiert, gewürzt mit Salz, einer kleinen Prise Zucker und einem kleinen Schuss weißen Essig. In dem Falle ist aber auch nicht wichtig, Essig. Zwei, dreimal umgerührt, beiseite gestellt, ziehen lassen, dass da noch ein gewisser Knack drin ist. Mhm. Dann habe ich, Nüsse genommen. Und die in karamellisierten Zucker in der Pfanne kurz karamellisiert, anschließend auf Backpapier ausgegossen, damit sie runterkühlen können. Zum Ende hin mit dem Messer dünn runtergeschnitten, oben aufgegeben, ist ein wenig der Crunch. Das Grüne hier, das ist eigentlich eine ganz normale Vinaigrette, Essigöl mit im Wesentlichen Raugestielen, Petersilie, Salz, Pfeffer und ein wenig Cranberries reingearbeitet, weil wir sie in diesem schönen Nussmix hatten. Wenn du keine hast, vergiss es, Prise Zucker ist genau das Gleiche. Das Ganze haben wir zusammengeführt auf dem Teller mit zwei Esslöffel allerfeinstem, handwerklich perfekt gemachten Joghurt von Hof Dahlmann. Ja. Richtig? Ja. Richtig. Wir haben eine säuerliche Kombination, das ist der Joghurt. Wir haben eine würzige Kombination. Der Joghurt kommt vom Reitbrook. Entschuldigung. Der Käse kommt von Dahlmann. Entschuldigung, Reitbrook. Tut mir leid. Dann haben wir eben dieses erdige, würzige, fruchtige, ich weiß, es ist ein Gemüse, aber trotzdem, und diese schöne, süßlichen, salzigen Crunch der Nuss, das ist die rote Beete. Ist das gut? Super, ja, perfekt. Wollen wir noch mal einmal zusammenfassen, wie die Rezepte heißen, oder willst du es noch mal wiederholen, was da abging? Hier im Wesentlichen Brotscheiben geröstet, gepellte, gekochte Kartoffeln mit der Gabel zerdrückt, in braune, aufschäumende Butter gegeben, mit Salz, Pfeffer gewürzt. Darüber haben wir gegeben sortierte Pilze, die kleingeschnitten worden sind, in Zusammenarbeit mit Zwiebeln in Butter, Olivenöl gemischt, angebraten, mit Salz, Pfeffer gewürzt und einem Tröpfchen Zitronensaft vollendet. Und dann gibt darüber noch einfach roh geriebener Käse. Der Käse, welcher das an dieser Stelle ist, ist nicht ganz wichtig. Es geht nur ein bisschen um diese spitze, scharfe Note. In diesem Fall der Mühlenbacher Käse. Ja. Und bei diesem Spargelgericht, ich finde, das sieht ganz toll aus. Ja. Wenn es bei euch nicht gut aussieht, dann hat der Kameramann ab morgen keinen Job mehr. Wir haben einen Kartoffelsalat hergestellt aus gekochten und geschälten Pellkartoffeln, dick geschnitten, mit Joghurt, Zitronenabrieb, ein wenig Zitronensaft, gehackter Petersilie, Salz und Pfeffer vollendet. Den Spargel haben wir nur geschält und mit Olivenöl einmassiert in einer Grillpfanne, in einer Pfanne, angebraten, angegrillt, gewürzt mit Salz. Die Birne wiederum haben wir in einem Wasser-Zucker-Gemisch mit Zitronensaft und Zitronenschale ebenfalls sozusagen ihre eigene Geschmackswelt nur unterstützt, ganz leicht angedünstet. Dann haben wir das Ganze nahezu an den Rande der Perfektion auf dem Teller zusammengeführt und mit einem einzig handverlesenen Stängel Rauke ausgarniert. So. Ich würde jetzt gerne einschlagen, Tim. Dürfen wir leider nicht. Aber Bellini dürfen wir anstoßen. Das ist übrigens Bellini. Und Prost. Ja. Ihr Lieben, wir sind mega stolz auf euch, wenn ihr das geschafft habt, bis zu diesem Punkt mitzukochen. Ja. Jetzt habt ihr drei fantastische Gerichte da vor euch stehen. Ich habe noch 2 Minuten Zeit, so lange können Sie noch eine Frage stellen. Ja, es sind sehr viele Fragen noch dabei. Unter anderem, ist an mich gerichtet, wird gefragt, wo man diese tollen Frische Post-Produkte überhaupt kaufen kann. Natürlich wird das hier gefragt. Wo seid ihr denn gerade, ihr Kupalken? Und das ist noch nicht mal jemand aus meinem Team. Wir sind doch hier bei der Frische Post. Wir sind bei der Frische Post. So, da sind wir sind da in Hamburg und seit gestern sind wir auch noch in Mainz und dieses Jahr werden wir auch noch an andere Standorte kommen. Ja. So. Wir sollen ganz bitte dringend Enna und Doris grüßen. Machen Kannst du das bitte machen? Enna, Doris, wir grüßen. Ja, und Mimi. Und Mimi auch, grüßen wir auch. Und Peter. Und ansonsten wird hier ganz fröhlich gelobt und es war super. Und jetzt wollen, glaube ich, alle essen. Oh, sehr schön. Ja? Bon Appetit. Guten Appetit, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden jetzt auch mal ein bisschen reinhauen. Achso, ich hab ein bisschen Hunger. Bitte. Ich bleib beim Bellini heute. Danke, Tim. Hat Spaß gemacht. Tschüss, ihr Lieben. Gut, dass ich so lange Arme habe, 1,40 Meter. Ja, gut ist das. 1,40 Meter lange Arme. Wir wünschen euch einen guten Appetit, passt auf euch auf und vielleicht machen wir es ja nochmal, Tim. Unbedingt, weil es gab ja am Rande übrigens 15 Euro pro Box für Kochen für Helden. Ist das richtig? Da haben wir noch gar nicht so richtig drüber geredet. Wer gar keine Box bestellen konnte, kann trotzdem spenden. Na, wohin denn? An Kochen für Helden. Gibt es eine Crowd-Investing-Kampagne? Ich glaube ja. Ach. Dann bist du wahrscheinlich besser informiert. Nein, aber ich bin immer ganz schlecht mit Daten. Also, Kochen für Helden natürlich eben auch. Das, und ab irgendwann wieder geöffnet, würden wir uns über euren Besuch hier in der guten Botschaft auch freuen. Und jetzt ist Wochenende. Jetzt ist finito.
Tschüss, ihr Lieben. Guten.